Wie ist es eigentlich, Investmentbanker bei Goldman Sachs in New York an der Wall Street zu sein und mit Top-Tech-CEOs wie Elon Musk in Meetings zu sitzen? Das beantwortet in der heutigen Folge des Karriere-Insider-Podcasts Moritz Bayer-Lenz. Und seine Station bei Goldman Sachs in New York ist nicht das einzige Beeindruckende auf dem Lebenslauf von Moritz. Er war in seiner Schulzeit Pro-Gamer in Diablo, hat dann dual studiert bei IBM, ist mit IBM dann in die USA gekommen, hat dann ein MBA in Stanford gemacht, war während dem MBA auch mal bei McKinsey, ist dann bei Goldman Sachs an der Wall Street eingestiegen, hat dort für einige Jahre gearbeitet, hat dort auch die Gaming Practice mit aufgebaut für Goldman Sachs und ist nach der Zeit bei Goldman Sachs in den Venture Capital Bereich gegangen. Heute arbeitet er als Partner bei einem der größten Venture Capital Funds der Welt und als Partner verdient er dort mehrere Millionen im Jahr. Er hat einen richtig geilen Lifestyle, er kann sich wirklich aussuchen, wie viel er wo, wann arbeitet, verdient einen Haufen Geld, hat einen coolen Lebensstil und hat damit vermutlich das geschafft, was viele ambitionierte junge Leute machen wollen, wenn sie eine Karriere starten. Darüber hinaus hat er natürlich zahlreiche Stipendien bekommen. Er ist im World Economic Forum unterwegs, er ist auf der Forbes-Liste und. Super, super spannende Podcast-Folge. Es war eines der inspirierendsten Gespräche, die ich jemals hatte. Und jetzt wünsche ich euch richtig viel Spaß mit dieser Folge. Wie immer findet ihr die Folge auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts und auf anderen Streaming-Plattformen. Alle Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie die Timestamps. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge des Karriere-Insider-Podcasts. Moritz, wenn man auf dein LinkedIn-Profil geht, dann sieht man die allererste Arbeitserfahrung als E-Sports-Athlet. Du warst Number One Gamer in Diablo 2. Wie kommt man als Pro-Gamer, als Teenager zu Goldman Sachs ins Investment Banking? Ja, es ist eine lange Geschichte. Da sind auch ein paar Stationen dazwischen. Das können wir vielleicht ein bisschen in diesem Podcast auspacken, auch gerne für die Zuhörer. Aber du hast schon ganz richtig bemerkt, also rückblickend sehe ich eigentlich als erste ernsthafte professionelle Erfahrung für mich, die Zeit als, ja, kann man schon sagen, denke ich, professioneller Videospieler damals. Das war in den frühen 2000ern. Bin aufgewachsen im kleinen Dorf namens Lute in der Nähe von Hannover. Hannover ist ja schon eine Stadt, über die man sich gerne lustig macht. In Lute war definitiv nicht viel los. Wir wurden auch erst 2000 mit DSL Internet verknüpft. In den späten 90ern brachte uns Rolf die Posthand, die gelbe, die werden viele von euch wahrscheinlich gar nicht kennen, auch endlich mal eine anständige Postleitzahl. Vorher wusste der Briefträger eben, wo die Briefe hinkommen. Also sehr, sehr bescheidene Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Und dementsprechend war die virtuelle Welt auch ja eine ansprechende Alternative. Also sobald wir Internet hatten, sobald es den Zugang gab zu diesen Multiplayer-Welten, hat mich das schon sehr, sehr eingenommen. Und ich habe Diablo 2 geliebt. Ich habe es hauptsächlich 6 bis 8 Stunden pro Tag, mehr oder weniger jeden Tag, mehr oder weniger 5, 6, 7 Jahre lang gespielt, einfach weil ich das Spiel schon sehr geil fand. Und gegen Ende hat es dann schon Züge angenommen, wo man gesehen hat, okay, es ist eigentlich schon möglich, jetzt hier im globalen Leaderboard ganz nach vorne zu kommen. Und da war natürlich der Ehrgeiz dann schon da, das entsprechend hinzubekommen. Es gab auch damals tatsächlich schon die Möglichkeit, gut Geld zu verdienen damit. Also ich habe digitale Items verkauft in den frühen 2000ern. Das war damals auf eBay. eBay war in Deutschland, glaube ich, auch im ersten oder zweiten Jahr. Es gab noch keine Pro-Seller-Accounts. Also vieles von den Einnahmen, die ich damals gemacht habe als Teenager, während andere bei Edeka an der Kasse gearbeitet haben mit Diablo 2, die haben dann Verwendung gefunden auch für die Studiengebühren, erst in Berlin und dann später in Stanford. Das heißt, das war so wirklich so ein Spiel, wo du dann auch Items irgendwie angesammelt hast und die hast du dann auf eBay weiterverkauft, oder wie? Ja, es war in den späten Jahren war es dann fast gar nicht mehr Spielen und nur noch Trading. Also ich habe tatsächlich selber nie gekauft für Geld, nur verkauft. Ich glaube, würde ich das anders machen. Ja, also gab es schon einige Levers, die nicht ausgenutzt wurden. Aber wie gesagt, es war also der Ursprung für das Zeitinvestment war tatsächlich die Freude am Spiel.
Aber es ist natürlich eine sehr schöne Geschichte für das, was ich heute mache. Und Full Circle zu den Gaming-Aktivitäten, sage ich mal, die professionell wieder stattfinden für mich seit ungefähr 2016. Sowohl im Banking als auch im Risikokapital, da kommen wir wahrscheinlich noch dazu. Und heute arbeite ich auch mit vielen derer, die damals diese Spiele tatsächlich gebaut haben. Also zum Beispiel Mike Morhaime, der Founder von Blizzard, ist ein guter Freund mittlerweile. Wir haben auch zusammen investiert. Viele der Leute, die an Diablo 2, Diablo 3, World of Warcraft, anderen Blizzard-Spielen, natürlich ja, anderen Spielen von Riot Games, Epic Games gebaut haben, das sind heute Kollegen oder teilweise sogar Partner. Und das ist für mich unheimlich schön. Also ich habe sehr, sehr viel Freude dran. Und zwischen Gaming und Gaming war viel harte Arbeit. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu. Genau, dann würde ich mal zum harte Arbeit-Part überkommen. Vielleicht erstmal noch eine Rückfrage zu der Zeit Gaming in der Schulzeit. Ich meine, ich kenne das selber. Ich war jetzt nicht ganz so ambitioniert wie du damals, was meine Karriere anging. Aber bei mir war es StarCraft 2 und CSGO. Da habe ich schon die ein oder andere Stunde rein investiert. Natürlich auch ab und zu meine Runde FIFA irgendwie mit den Freunden. Das hat jetzt nicht unbedingt dafür geführt, dass ich eine bessere Abiturnote geschrieben habe. Hatten bei dir damals im Abitur auch irgendwie die Noten drunter gelitten oder warst du so begabt, dass du parallel dazu auch ein bombastisches Abitur hinbekommen hast? Ich hab extrem viel Zeit aufs Gaming verwendet. Ich war zeitgleich ehrgeizig genug, immer schon auch gute Noten schreiben zu wollen. Also es war mir schon wichtig, aber ich habe es tatsächlich immer versucht, mit dem absolut minimalen Aufwand zu machen. Also ich habe in der Regel am Tag vor der Klausur angefangen, meine Zettel zu sortieren und dann auch zu lernen, aber dann auch nicht aufgehört, bevor ich gedacht habe, dass ich den Stoff komplett erfasst habe. Also ich habe mein Abitur tatsächlich mit 1,1, glaube ich, gemacht. Da gibt es auch sehr viel auszupacken. Vielleicht bleiben wir da noch kurz. Also einmal denke ich, dass tatsächlich das Videospielen und das kompetitive Videospielen auf dem globalen Level wirklich für mich in meiner persönlichen Entwicklung sehr viel Positives bewegt hat. Also ich habe eigentlich aus meinem sozialen und elterlichen Umfeld überhaupt keinen Leistungsdruck gehabt, überhaupt keinen Zugang zu Exzellenz in Academia oder im professionellen Umfeld gehabt, hatte damals auch sehr viel Zeit, sehr viel Angst vorm Universitätsstudium, habe auch tatsächlich nach dem Abitur nicht direkt angefangen, an der Universität zu studieren. Ich hatte einen Vorschlag von der Studienstiftung bekommen, damals von meinem Gymnasium, und den abgelehnt, weil meine Mutter und ich dachten, das ist etwas, wofür man Geld bezahlen muss. Also wir haben überhaupt nicht verstanden, dass es ein finanzielles Entgegenkommen ist. Und das war so ein bisschen, mein Erfahrungsbereich und mein Mindset. Also ich habe mich auch mit meinen Eltern nie über Studium oder Karriere unterhalten, nicht einmal. War auch kurzfristig auf dem Trip, dass ich lieber eine Ausbildung mache, zum Beispiel, was auch völlig okay ist, habe mich nicht ausmustern lassen und lieber noch ein Jahr Zivildienst gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass in den formenden Jahren, also in den Teenagerjahren, dieses kompetitive Videospielen schon sehr viel Einfluss auf mich hatte, einfach in puncto Denkweise. Und so ein paar Sachen, an denen ich immer hängen bleibe mental, die, glaube ich, auch heute noch wichtig sind, sind zu jeder Zeit eigentlich den kompletten Ozean an Möglichkeiten zu scannen, nicht unbedingt zu schauen, was ist der normale Pfad oder was machen andere, sondern wirklich versuchen zu erfassen, was sind eigentlich die besten, verrücktesten, wertvollsten Sachen, die man machen kann, und komplett das auszupacken und zu versuchen, teilweise auch mit vielleicht unorthodoxen Methoden zu erreichen. Also um besser zu sein bei Diablo oder auch bei jedem anderen Videospiel, muss man eigentlich das komplette Spiel auseinandernehmen und so zusammensetzen, wie es niemand anders macht. Und ich glaube, diese Denkweise hat sich bei mir schon extrem eingeprägt und das findet sich oft bei mir auch wieder. Heute vielleicht ein bisschen weniger, aber sicherlich in diesen Jahren von 25 bis 35 und dann auch auf ganz anderen Spielplätzen, wie Stanford bei Goldman. Aber im Grunde diese Denkweise, also globale Optima, das ist so ein mentales Modell, was mich schon sehr prägt. Ich glaube, viele Leute
viele Leute verfolgen lokale Optima und nicht globale. Und um globales Optimum zu finden, so einen Schritt zurück zu machen, mal wirklich zu gucken, was ist eigentlich das absolut Geilste, was man mit seinem Leben anstellen kann. Ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiges Denkmodell und auch einfach methodisch nicht nur in erfolgreiche Leute Fußschritte zu treten. Sorry, ja, das Deutsch schwindet ja schon ein bisschen nach 10 Jahren in Amerika. Aber sondern quasi seinen eigenen Weg zu gehen. Seinen eigenen Weg zu gehen, mhm. Ja. Weil die spannendsten und besten und ich glaube erfüllendsten Sachen, das ist oft nicht nach Maß. Der Weg dahin kann sicherlich Dinge beinhalten, die etwas, ja, in Anführungsstrichen standardisierter und erfolgserprobter sind, wie zum Beispiel Banking und Unternehmensberatung. Ich bin persönlich auch sehr davon überzeugt, dass es ein guter Berufseinstieg ist für viele Sachen. Aber ich glaube, es ist auch sehr gefährlich, da hängen zu bleiben. Irgendwann muss man seinen eigenen Weg gehen, ne? Also das versuche ich auch regelmäßig mitzuteilen. Ich meine, bei mir kommt auch ab und zu die Frage auf, David, warum bist du denn nicht im Banking oder im Consulting eingestiegen, wenn es so toll ist? Dann sage ich, ja, ich find's cool, aber die allergrößte Herausforderung mit den allergrößten Ups und aber auch Downsides hast du quasi, wenn du deinen eigenen Weg dann gehst, ne? Und bei mir waren viele Faktoren richtig, zu sagen, ich gehe diesen eigenen Weg schon am Ende von meinem Studium. Bei vielen anderen kommt dieser Zeitpunkt irgendwie nach 2 Jahren Karriere, nach 5 Jahren Karriere, nach 10 Jahren Karriere. Und selbst wenn du erfolgreich für 30 Jahre im Investmentbanking arbeitest, da können wir später auch noch ein bisschen drüber sprechen, was irgendwie Kollegen bei Goldman Sachs, Managing Directors, Rainmaker und so weiter, was diese erfolgreich gemacht hat. Irgendwann musst du ja auch du selbst in solchen Jobs dann deinen eigenen Weg finden, deine eigene Art irgendwie Projekte zu akquirieren, deine eigene Art Projekte abzuschließen etc. Mhm. Ansonsten wirst du ja outperformen von anderen Leuten, die das machen. Also das ist sehr cool, dass du das dann rückwirkend auf die Gaming-Zeit so zurückführen kannst. Und das heißt, für alle, die als Interessen in ihrem Lebenslauf professionelles Computerspielen angeben, dann wisst ihr ab sofort, wie ihr das sehr, sehr gut in eurem Leben im Vorstellungsgespräch verkaufen könnt. Machen wir mal vielleicht bei dir die Karriereschritte weiter, ne? Abitur war vorbei, dann hast du gesagt, hast noch Zivildienst gemacht. Und dann kam ja ein duales Studium bei IBM, ne? Genau. Das war für mich so ein bisschen in der Mitte zwischen Ausbildung und Studium. Also ich habe mich tatsächlich damals nicht an ein Universitätsstudium herangetraut. Ich glaube, da haben einfach die Vorbilder bei mir gefehlt. Also rückblickend eine total irrationale Angst eigentlich. Aber das duale Studium, das habe ich tatsächlich in einer Zeitschrift, die gibt es heute gar nicht mehr, auf einem Weg nach Berlin zu meiner damaligen Freundin am Tag vor der Bewerbungsfrist zum ersten Mal entdeckt. Da gab es einen Artikel zum dualen Studium Wirtschaftsinformatik bei IBM. Duales Studium kannte ich noch nicht. Das war plötzlich diese Mitte zwischen Ausbildung und Universitätsstudium. Wirtschaftsinformatik kannte ich auch noch nicht. Klang spannend, war zwischen BWL und Computer Science, hat mich beides sehr interessiert. Berlin fand ich gut und IBM kannte ich auch, weil ich neben dem Computerspielen sehr viel mit Programmierung mich schon frühzeitig beschäftigt habe und an PCs selber rumgebastelt habe. Da hat irgendwie alles gepasst zum ersten Mal. Habe ich was gefunden, was mich ermutigt hat und was schön aussah. Das einzige Problem war, dass die Bewerbungsfrist am nächsten Tag war und ich war gerade auf dem Weg nach Berlin. Mhm. Und ich hatte noch nie einen Lebenslauf geschrieben, ich hatte noch nie ein Anschreiben geschrieben. Ich hatte keine Bewerbungsfotos, die damals noch notwendig waren. Ich weiß nicht, wie das heute ist in Deutschland. Aber irgendwie hat mich das so fasziniert, dass ich sofort, als ich angekommen bin in Berlin, meine Mutter angerufen habe und sie gebeten habe, ein paar Unterlagen einzuscannen und habe mich dann in einem Dunkin' Donuts Internetcafé am Zoologischen Garten verschanzt für 5-6 Stunden, habe mir noch eine Zeitschrift geholt, wie man seinen Lebenslauf und ein Anschreiben schreibt und habe eigentlich alles in einem Rutsch komplett fertig gemacht und abgeschickt. Und war dann 2 Wochen später zum Assessment Center. Und ja, ich glaube, ein paar Monate später oder ungefähr ein Jahr später oder so bei IBM zum ersten Arbeitstag. Also ich glaube, IBM war ein großes Glück von mir. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich, glaube ich, keine pauschale Empfehlung geben kann für ein duales Studium. Ich glaube, also man findet dort viele High Performer. Ich glaube, es gibt sehr gute Möglichkeiten, ein duales Studium sehr gut zu absolvieren. Ich denke sicherlich, dass die
akademische Qualität des dualen Studiums am Universitätsstudium schon deutlich nachsteht und auch, ich denke mal, einfach die Qualität der Peers im Schnitt im dualen Studium schon deutlich geringer ist. Aber man findet da auch sehr gute Leute, insbesondere bei den richtigen Arbeitgebern. IBM, da waren viele gute Leute dabei, die heute auch sehr erfolgreich sind. Aber ich glaube, wenn ich mich selber beraten würde, den 19-jährigen Moritz, also ich würde den Zivildienst wahrscheinlich heute nicht mehr machen und direkt an der Top-Uni einsteigen. Ja? Direkt gute Noten schreiben, Stipendien, die ersten Praktika und dann ist IB auf jeden Fall noch möglich. Ja, mit dualem Studium ist IB auf jeden Fall auch noch möglich. Ne? Gibt es auch diverse Inhalte auf meinem Kanal, aber es ist nicht der schnellste Weg zum Ziel. Ne? Also es ist ein leichter Umweg und man muss sich natürlich immer so ein bisschen fragen, was sind die Opportunitätskosten, die man irgendwie auf dem Weg hat oder wie groß sinkt irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass man es noch schafft. Aber wie man an dir sieht, wenn man gut genug ist und wenn man bereit ist, einen Umweg zu gehen, geht da noch ziemlich viel. Du hast dann noch ein paar Jahre bei IBM gearbeitet, hattest dann auch parallel irgendwie, dann kamen langsam die Target-Unis in den Lebenslauf. Mhm. Ne? Dann kam irgendwie Oxford, dann kam Harvard, dann kam auch nochmal eine Station in Cambridge. Und dann hast du irgendwann gesagt, okay, IBM reicht, jetzt habe ich Vertrauen in mich gesammelt, jetzt traue ich mir die Big Steps zu. Oder wie war dann so der Progress so nach dem dualen Studium, bis es dann zu Adressen wie McKinsey etc. ging? Genau, also ich glaube, ein großer wichtiger Karriereschritt auch während des dualen Studiums war, in einem der Praktika eine Abteilung kennenzulernen. Das war im Grunde ein verlängerter Arm der Konzernstrategie mit einem europäischen Ableger. Ich habe ein Praktikum in der Abteilung gemacht. Das Schöne ist natürlich im dualen Studium, dass man tatsächlich viele Praktika im Partnerunternehmen macht. Und in dem Fall von der IBM gibt es natürlich extrem viel, wo man sich austoben kann. Ich hatte sehr viel Glück mit dem Praktikum. Das hat mich sehr geprägt. Ich habe auch dort danach Vollzeit angefangen. Das war eine Abteilung, die war hauptsächlich Ex-McKinseys. Das waren alles Leute, die hatten sich intellektuell und performance-technisch gut ausgetobt und wollten gerne weiter auf dem Level intellektuell arbeiten, aber vielleicht nicht auf 80 Stunden die Woche, sondern eher so 50, um die 50. Und da habe ich extrem viel gelernt, extrem viel mitgenommen. Das war auch das erste Mal für mich, dass ich Leute kennengelernt habe, die in Harvard studiert haben, die am MIT studiert haben, die in Stanford studiert haben. Das hat mich extrem beeindruckt damals. Ich dachte irgendwie, die Annahmequoten in Harvard sind 0,01%. Mhm. Turns out, it's more like 5-10%. Nach 2 Jahren Vollzeit in Deutschland hatte ich ziemlich Frustration mit den Promotion Zyklen und habe dann wirklich mich einfach einen Tag in München, wo ich damals Vollzeit gearbeitet habe, in ein kleines Office gesetzt, meine Kollegen in Amerika frustriert angerufen und gesagt, es kann doch nicht sein, ich mache hier so eine gute Arbeit. Also wenn das hier in Deutschland nicht schneller funktioniert mit der Beförderung, dann muss ich halt rüberkommen in die USA und ob wir das nicht machen können. Das war komplett ungeplant, also ich bin an dem Tag ins Office gekommen, habe über Amerika nicht nachgedacht. Aber irgendwie war ich so frustriert an dem Tag, dass ich die tatsächlich angerufen habe und gefragt habe, ob das nicht irgendwie geht. Und die haben dann nur gesagt, ja, das geht auf jeden Fall. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und waren tatsächlich ein Jahr später in den USA. Also ich bin mit 25 alleine umgezogen, habe eine Stunde nördlich aus New York raus in White Plains gewohnt, in der Nähe vom Headquarter von IBM. Die sind based in Armonk. Und habe dann noch 2 Jahre Vollzeit in den USA gearbeitet. Also insgesamt 3 Jahre duales Studium, 2 Jahre Vollzeit in München und dann 2 Jahre Vollzeit in der Nähe von New York. Und in der Zeit an einem Projekt insbesondere gearbeitet, was extrem eingeschlagen hat. Also wir hatten tatsächlich damals auf das Projekt, auf das sie mich gesetzt haben, hatten wir ein 18-köpfiges BCG-Team, was global Daten eingesammelt hat, Analysen angefertigt hat für Workshops mit jedem Vertriebsbeauftragten und deren Managern in der IBM. Das waren insgesamt
ich glaube damals 42.000 Vertriebsbeauftragte, also ein Riesenunternehmen. Mhm. Und ich habe mir diese Analysen angeschaut und habe mir nur gedacht, das ist eigentlich relativ gut automatisierbar, der komplette Prozess. Habe das intern vorgeschlagen. Wir hatten damals eine Akquise gemacht von einem Business Intelligence Tool, Cognos, und habe gesagt, ich glaube, das könnte ich innerhalb von anderthalb Jahren komplett in Cognos bauen mit 2-3 Developern. Und habe das dann auch gemacht. Also wir haben tatsächlich dieses 18-köpfige BCG-Team mit einem Self-Service-Tool komplett ersetzt, was extrem geil funktioniert hat und einfach extrem saubere, gute, komplett ready-to-go-Workshop-Präsentationen produziert hat. Haben damit, ja, ich glaube, bis heute wahrscheinlich IBM über 10.000 Workshops gemacht. Und durfte das dann tatsächlich, ich glaube, da war ich noch nicht in den USA oder gerade im Umzug damals vom CEO von IBM präsentieren. Und sie hat zu mir gesagt, gibt es denn nicht was wir noch Gutes für dich tun können als Dankeschön für diese Arbeit? Und ich habe dann einfach extrem dreist gesagt, ja, ich würde ganz gerne nochmal in Harvard studieren. Worauf sie meinte, kein Problem, kriegen wir hin. Ich glaube, IBM war damals ein riesen Executive Education Client von Harvard, wahrscheinlich einer der größten Geldgeber. Und es gab damals diese Extension School und Summer Programs, war gerade im Aufbau. Also ich habe mich tatsächlich direkt bei zwei Professoren, einmal für Machine Learning und einmal für Quantitative Economics, in die Kurse mit eingeschrieben, dort Undergrad Kurse belegt. Und das war tatsächlich meine erste Universitätserfahrung und eine sehr prägende. Und ich habe dann eigentlich, also und so gut es, sage ich mal, professionell bei IBM auch immer alles geklappt hat, Universität und akademische Ausbildung war immer schon ein bisschen Chip on the Shoulder. Ich habe mich da sehr verglichen mit meinen Kollegen, die eben an sehr renommierten Universitäten studiert haben. Und ich habe dann in der Mischung aus Freude und ich glaube auch Inferiority-Komplex versucht, den Resume so ein bisschen akademisch aufzupimpen. Und viele von diesen Kursen, also Cambridge, Oxford, waren Summer School-ähnliche Programme. Remote Education hat damals angefangen, das war 2010, das war noch eine andere Welt. Und ich habe einfach geguckt, wer bietet spannende Programme an, wo kann man sich vor Ort oder remote weiterbilden, und hatte da einfach extrem Freude dran und konnte das auch noch ganz gut mit dem Arbeitsalltag verbinden. Aber so wie du sagst, der große Schritt und den Mut, sich dann bei Stanford und anderen Business Schools für einen regulären MBA zu bewerben, war sicherlich hilfreich, sag ich mal, diese Zwischenschritte zu machen. Nicht unbedingt lebenslauftechnisch, sondern einfach fürs persönliche Bewusstsein zu sehen, hey, die kochen auch alle nur mit Wasser. Ist durchaus möglich, dort akademisch und intellektuell mitzuhalten. Ich glaube, das hat mir wahrscheinlich noch am meisten geholfen aus diesen Erfahrungen. Ja, mehr als jetzt, sag ich mal, das Resume-Building, weil, also ich sag mal, eine Business School, die blickt da total durch, ob das jetzt ein Degree-Programm war oder nicht, ob das jetzt irgendwie ein Zertifikat war oder ein zweijähriger regulärer Abschluss. Ja. Ja. Dann warst du mit IBM, hattest du dann quasi abgeschlossen, hast gesagt, jetzt Stanford MBA, das ist das, was ich machen möchte. Ja, ich hatte damals noch, also ich hatte extreme, ich sehe das bei dir auch oft als Thema, ich hatte extremen Respekt vor den Studiengebühren. Ja, das sind bei Stanford, ich glaube, mit allem drum und dran, die reinen Studiengebühren sind, glaube ich, mittlerweile irgendwie 150.000, 160.000 Dollar. Und mit Lebenshaltungskosten bist du auf jeden Fall über 200.000 Dollar für die 2 Jahre. Ich habe tatsächlich, bin ziemlich hart mit IBM in die Verhandlungen gegangen damals und hatte die Möglichkeit für Finanzierungshilfe über 180.000 Dollar mit einer 2-jährigen Verpflichtung. Sehr gut. Also in der Regel zum Beispiel die Beratung, glaube ich, bezahlen nur die reinen Studiengebühren zum Vergleich. Ich habe dann mich bei der Studienstiftung für ein Sonderprogramm beworben. Also zur Studienstiftung. Ich habe ja damals meinen Gymnasialvorschlag abgelehnt, weil wir es nicht verstanden hatten. Habe mich tatsächlich während des Bachelorstudiums im dualen Studium nochmal vorschlagen lassen von einem Professor, als es dann irgendwann mal geklickt hat.
Bin dann auch im Bachelor noch in die Studienstiftung gekommen. Aber die haben für amerikanische Graduiertenprogramme auch sehr großzügige Sonderprogramme, also insbesondere ERP, McCloy, Haniel, wenn es das noch gibt, finanzieren über $100.000 für amerikanische Studienprogramme. Das sind Sonderprogramme, da kann man sich auf der Studienstiftung-Webseite informieren. Das kennen sehr wenige. Die sind auch sehr begrenzt. Also es sind vielleicht so ungefähr kollektiv 20 pro Jahr oder so. Aber die sind natürlich unheimlich wertvoll. Ich habe mich darauf beworben, auf das ERP-Programm. Bin in die finale Runde gekommen, habe es nicht bekommen. Wusste, dass also entweder selbst bezahlen oder die IBM-Finanzierung die einzigen Möglichkeiten sind. Habe mich dann mit vielen Leuten unterhalten und tatsächlich dazu entschlossen, die IBM-Finanzierung abzulehnen, einfach um die Upside zu optimieren. Ich hatte damals weniger als $10.000 auf dem Konto. Und meine Eltern waren jetzt auch nicht in der Lage, mich da groß zu unterstützen. Und habe einfach einen $2.000 Kredit aufgenommen. Leverage. Und mich dann ein Jahr später nochmal erfolgreich beim ERP-Stipendium beworben und das tatsächlich dann noch bekommen. Also ich möchte gerne ausdrücklich nochmal sagen, dass die Entscheidung getroffen wurde zu einem Zeitpunkt, wo das so aussah, als ob das definitiv nicht der Fall sein würde. Und also klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber jetzt, wo ich hier sitze und wo ich heute bin, die $200.000 ist absoluter No-Brainer. Und ich glaube insbesondere, wenn sich jemand über 30.000 oder 50.000 oder sogar 100.000 Dollar Studiengebühren den Kopf zerbricht, wenn das ein Programm ist, insbesondere denke ich im wirtschaftlichen Bereich, was top ist, wo man sich ein ganz anderes Netzwerk aufbaut, wo man ganz andere Einstiegsmöglichkeiten hat, das rentiert sich so schnell, meiner Meinung nach. Ja, also. Ja, es ist schwierig quasi, glaube ich, dem, wenn man da davor steht zum ersten Mal und das noch nicht so erlebt hat, nachzuvollziehen. Ich denke mir auch teilweise, ich habe in meinem Studium, ich hatte ein Budget von 750 Euro im Monat, wovon ich die Miete und so weiter auch noch bezahlt habe. Und da hatte ich auch teilweise Momente, wo ich mich dazu entschlossen habe, nicht abends mit meinen Freunden in ein Restaurant zu gehen oder so, weil ich mir dachte, ich will mir die 30 Euro irgendwie sparen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ey, hättest du dir mal über 5.000 Euro einen Kredit aufgenommen über dein Studium, du hättest so eine, einfach nur damit du eine bisschen bessere Zeit gehabt hättest, dass du dir hier und da mal was hättest gönnen können und ne, was für dich jetzt inzwischen 200.000, 300.000 sind dann für mich aktuell vielleicht 5.000 bis 10.000, 15.000 Euro, wo man sagt, okay, das wäre es auf jeden Fall wert gewesen, das kriegt man dann später schon wieder irgendwie rein, ne? Ja, es ist im Nachhinein lässt sich es leicht sagen, aber ich finde es gut, dass du das auch nochmal betonst, weil mir das auch wichtig ist zu sagen. Ich finde, man sollte sich in so etwas jetzt nicht über Kopf reinwerfen, ne? Also nur weil dir du einmal davon hörst, ja, die und die private Business School, da hat man ganz gute Karrierechancen, dann sagst du, komm, ich gehe in Kredit, wird schon irgendwie was werden. Aber wenn man einen sauberen Plan hat und auch an sich glaubt, dass man das hinbekommt, dann ist es eine Sache, wenn das wohl überlegt ist, was man dann echt gut machen kann. Und dann warst du im Stanford MBA drin und dann ging es richtig los mit McKinsey, Weißes Haus und dann auch der Einstieg bei Goldman Sachs. War das dann so der Hebel, der dann dich dann wirklich so zu den Top-Tier-Firmen katapultiert hat? Genau, ich weiß, wir gehen hier relativ langsam voran, aber die Stanford-Bewerbung vielleicht auch noch mal kurz, umreißen und auspacken. Das war für mich so ein Ding, da hatte ich keine Ahnung, ob das funktionieren würde tatsächlich. Ich habe mir ein ganzes Jahr Zeit genommen für die Bewerbung. Ich habe mir gedacht, okay, ich war zwar sehr gut unterwegs in meinem dualen Studium, aber letztendlich war das eine doch schon relativ einfach akademisch und nicht besonders renommiert. Also so habe ich da jedenfalls drauf geschaut. Ich wusste, dass professionell es sehr gute Möglichkeiten gab, mich zu positionieren und auch was Empfehlungsschreiben anging. Aber akademisch, denke ich, war ich sehr dünn und habe mich dann extrem auch auf die standardisierten Tests
fokussiert. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt ein GMAT komplett wegknalle, dann kann eigentlich keiner sagen, dass ich nicht clever genug bin. Habe extrem lang an meinen Essays geschrieben. Also ich erinnere mich, dass ich teilweise an einem Wochenendtag irgendwie 5 Wörter nochmal geändert oder rumgeschubst habe. Ich glaube, mein Stanford-Essay, der berühmte Essay ist What Matters Most in Life and Why. Ich glaube, das sind die besten 2-3 Seiten, die ich in meinem Leben je geschrieben habe. Und da kommt auch so schnell nichts anderes ran. Und habe dann alles vorbereitet über ein Jahr Zeitraum. Und zum Schluss wird quasi alles eingefügt in so eine Bewerbungsmaske, Online-Bewerbungsmaske. Da sind vielleicht nochmal ein paar kleine Mini-Essays als Freiformfelder drin. Aber im Grunde werden dann nur Resume, Motivationsschreiben, Bewerbungsschreiben, die Recommendation Letters werden separat eingereicht, aber man hackt da eigentlich nur nochmal alles zusammen und schickt das dann ab, also das kann man locker in ein oder zwei Tagen fertig machen. Und ich habe es bis zum Schluss rausgezögert. Das ist im Grunde eine Bewerbungsmaske, die ein bisschen anders aussieht für jede Uni, aber das basiert alles auf einem standardisierten Programm, was ja US-übergreifend ist. Ich habe dann Da werden auch nochmal biografisch ein paar Sachen erfasst, zum Beispiel auch der Undergrad. Ich habe dann entsprechend ausgewählt Deutschland, Berlin als Bundesland und bekam dann 25 Berliner Schulen in einem Dropdown-Menü. Davon kannte ich selber irgendwie 5 oder 6, obwohl ich da 3-4 Jahre gewohnt habe. Also ich meine, wie viel Berliner Unis könntest du jetzt listen? Und dann die anderen 20 kannte ich überhaupt nicht und meine war nicht mal dabei. Was heißt, dass sich noch nie jemand von dieser Schule bei irgendeiner amerikanischen Bildungseinrichtung beworben hatte. Und da ist mir schon ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Ich musste tatsächlich noch kurzfristig mit dem Notar überhaupt beweisen, dass es sich um eine akkreditierte Hochschule handelt. Glücklicherweise war ich eh schon so weit, hatte meinen GMAT, hatte alles andere zusammen und habe mir dann auch nur noch gedacht, okay, fuck it, dann kannst du das Ding jetzt auch noch abschicken. Aber ich glaube, wenn ich das ganz am Anfang gesehen hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich niemals versucht. Jokes on Stanford. Und wie du sagtest, ich glaube, das war für mich, da bin ich tatsächlich mal auf einem Spielplatz gelandet, wo es eigentlich, ja, kann man denke ich schon sagen, grenzenlose Möglichkeiten gab. Ich war als einer der wenigen dort, die nicht schon Berührungspunkte hatten mit Consulting, mit Banking, mit vielen der großen Marken, die ich denke ich mal viel Strahlkraft haben für Leute auch im Undergrad. Und während viele meiner Kommilitonen denke ich mal gesagt haben, okay, Consulting dann, Banking dann, wenn Finance dann sowieso jetzt nur noch Private Equity, habe ich mir gedacht, okay, McKinsey, geil, Goldman, geil. Hab die beiden in meinem Sommerpraktikum gesplittet tatsächlich. Also ich habe in meinem Praktikum zwischen den beiden Studienjahren 14 Wochen fürs Praktikum und ich hab 8 Wochen bei Goldman und 6 Wochen bei McKinsey gemacht. Goldman hat mir extrem gut gefallen. McKinsey war sehr nah dran an dem, was ich bei IBM gemacht habe. Und unter anderem auch deshalb, weil viele meiner Kollegen eben damals Ex-McKinseys waren. Und Banking hat mich fasziniert, hauptsächlich, weil es die Möglichkeit gab, mit in der Regel eigentlich ja schon CEOs, CFOs von großen Unternehmen zusammenzuarbeiten an Themen, die dann at point in time für diese Leute auch die spannendsten oder wichtigsten Themen sind. Eine Firma an die Börse zu bringen, eine große Akquisition abzuwickeln. Und für Goldman in TMT in New York oder in San Francisco sind das dann eben auch die ganz großen Tech-Unternehmen. Eigentlich ausschließlich Transaktionen im Bereich 500 Millionen plus, inklusive ganz großen Transaktionen, so Dells Akquise von EMC, das waren 67 Milliarden Einkauf und dann IBMs Akquise von Red Hat, das waren glaube ich 34 Milliarden. Für mich speziell wegen der 7 Jahre bei IBM natürlich auch. Ich habe hab mit SpaceX zusammengearbeitet, viel direkt auch mit Elon Musk. Viele spannende Leute kennengelernt. Also insbesondere in einem IPO sitzt du da tatsächlich eine Woche mit CEO, CFO in einem Raum und schreibst das S1. Für mich war die Faszination immer
die Tech-Branche und der Impact. Pure Faszination an Finance hatte ich persönlich nie. Das heißt, wenn ich extra Zeit hatte, habe ich die nicht darauf verwendet, noch tiefer in Equity oder Debt Markets einzutauchen und mir da Wissen anzueignen, sondern eigentlich eher immer damit verwendet, was könnten noch interessante Kunden sein, was könnten noch interessante, spannende Bereiche sein, in denen wir das Banking-Business ausbauen, und bin dann damit auch letztendlich 2016 wieder zurück auf Gaming gekommen. Mhm. Du hast dann bei Goldman die Gaming-Practice gegründet und aufgebaut, ne? Genau, also ich war anderthalb Jahre im Job drin und bin dann eigentlich für mich wieder in die Denke gekommen, okay, was kann man auf dieser Plattform jetzt Spannendes, Spezielles machen? Gibt es irgendwas, wo ich mich als die Person positionieren kann? Bin zurück ins Gaming gekommen, wo ich gedacht habe, da habe ich unfaire Expertise oder kann das besser durchleuchten als vielleicht andere Leute, die damit nicht aufgewachsen sind, und bin vor allen Dingen auch über den Fakt gestolpert, dass das mittlerweile, ich glaube in 2016, eine 140, 150 Milliarden Industrie war, wesentlich größer als Musik, damals eine 20 Milliarden Industrie, und größer als, ich glaube, damals schon Musik und Film und On Demand, also Netflix und Apple TV zusammen, alle drei Bereiche, und auch auf einem starken Pfad Fernsehen als Nummer 1 Media Category abzulösen. Das ist heute der Fall. Also Gaming ist ja tatsächlich heute die größte Media Category. Größer als lineares Fernsehen. Und irgendwie wurde das damals schon sehr stiefmütterlich behandelt bei Goldman. Wir hatten zwar natürlich große Gaming-Transaktionen über die Jahre auch mal gemacht, aber es gab keine Practice, wo jetzt jemand gesagt hat, hey, wir versuchen wirklich bei allen Unternehmen größer als 500 Millionen Dollar die erste Adresse zu sein. Wir hatten also null Thought Leadership, keine Events, keine speziellen Gaming-Präsentationen, nichts. Und obwohl ich damals nur Senior Associate war, habe ich dann mit Schirmherrschaft von einem Partner Goldman's Gaming Practice aufgebaut 2016 und das geleitet über die 4 Jahre bis 2020, und das Timing hätte nicht besser sein können. Also wir haben an vielen, vielen spannenden Sachen gearbeitet, also wir haben an vielen spannenden Themen gearbeitet, inklusive den IPOs von Unity und Roblox dann auch. Diverse Transaktionen, die stattfanden in den Jahren. Und heute ist natürlich ein Geschäft, was weiter boomt. Also es eigentlich hat, würde ich mal sagen, seit 2017 bis heute nicht groß aufgehört. Also ich denke, einer der lukrativsten Geschäftsbereiche für Media M&A. Hast du dir auch mal da gedacht, ich meine, am Ende des Tages bist du dann ja auch irgendwann rausgegangen ins Venture Capital, wo du dann noch schneller wahrscheinlich partnerschaftlich dich verhalten kannst, noch stärker unternehmerisch handeln kannst. Aber hattest du da bei Goldman nicht auch irgendwie gedacht, hey, warum ziehe ich für die so eine Practice auf, von der ich ja eigentlich gar nicht profitiere? Oder war das halt so, okay, du kannst dafür die Mittel und Wege nutzen, die halt Goldman Sachs hat, die du als One-Man-Show oder als kleiner Junior in einem VC zu dem Zeitpunkt hättest einfach nicht haben können, die Mittel und Wege, um das zu bauen, was du bauen wolltest? Ich glaube, das ist mir nicht groß durch den Kopf gegangen, ehrlich gesagt. Ich war damals, mich hat das einfach thematisch extrem erfüllt. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Der Grund, warum ich bei Goldman rausgegangen bin nach 5 Jahren, war eigentlich nur der, dass ich mir gesagt habe, ich mache das für 5 Jahre und ich will dann nicht alt werden. Und dann war ich 5 Jahre da und es hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mich dann trotzdem an mein Wort zu mir selber gehalten und bin rausgegangen. Ich wusste auch noch gar nicht, was ich danach machen wollte. Also ich hatte tatsächlich auch eine Pause von 6 Monaten oder so. Und blicke heute extrem positiv auf die Zeit bei Goldman zurück. Also entgegen vielem, was man
hört, war das tatsächlich sehr, ja, sehr, sehr freundliche, emotionale Jahre. Natürlich extrem intensiv, also wir haben alle sehr hart gearbeitet, aber die Kollegen waren schon alle sehr, sehr, sehr geil. Bin auch heute noch im Kontakt mit vielen, blicke da sehr positiv zurück, aber der Einstieg dann ins Risikokapital, also ich würde mal sagen, viele Leute haben auf den initialen Einstieg raufgeguckt und Bitkraft war damals überhaupt kein Name, das war ein kleiner VC-Fund, mit Fokus auf Gaming und E-Sports tatsächlich damals noch. Also ich glaube nicht, dass da jemand auf den Wechsel geschaut hat und gesagt hat, das ist ein genialer nächster Karriereschritt. Für mich einfach was ich inhaltlich und intellektuell spannend fand. Also mich hat sicherlich auch mit fasziniert, in was Kleineres einzutauchen, was man noch mit aufbauen kann. Und wir haben auch Bitkraft über die 2-3 Jahre von einem kleinen 100-Millionen-Dollar-Fund in Gaming zum weltweit aktivsten Investor in Game Studios, Plattforms und Tech aufgebaut, zusammen mit den 3 Founders. Also da haben wir schon was geleistet. Das hat sich kommerziell auch dann sehr rentiert, aber ich denke mal, von dieser, sag ich mal, Verzehnfachung der Assets under Management innerhalb von 2-3 Jahren hätte man jetzt auch nicht wirklich ausgehen können. Das war eigentlich wirklich ein Schritt aus Passion und Inhalt, first and foremost. Aber ja, eine der ersten Investitionen, by the way, bei Bitkraft war Frost Giant, das ist das ehemalige StarCraft 2 und Warcraft 3 Team, weil du StarCraft 2 erwähnt hattest am Anfang des Gesprächs. Und Tim, der Production Director von StarCraft 2, kommt heute auch zum Dinner vorbei mit seiner Frau, also mittlerweile ein guter Freund, der wohnt auch hier in Malibu. Der passt ab und zu auch auf Hund und Katze auf, wenn wir im Urlaub sind. Sag ihm mal, dass Protoss auf jeden Fall immer noch overpowered ist. Ja, werde ich ihm ausrichten, dass da nochmal vielleicht ein Balancing-Patch nachgeschoben wird. Ja, mega. Also ich würde gleich noch sehr stark auch über deine aktuellen Sachen sprechen, sowohl Bitkraft als auch Lightspeed. Mhm. Vielleicht davor, ne? Solange wir, weil ich meine, bis dahin war es ja schon so ein, ab dann bist du dann wirklich absolut final deinen eigenen Pfad gegangen. Ich würde mal auch sagen, dass du, sag ich mal, der Weg bis zu Goldman ist jetzt auch nicht dieser ganz, ganz typische Weg. Offensichtlich, ne, der deutsche Moritz aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Hannover, über ein duales Studium, über 2-3 Jahre Berufserfahrung, dann Stanford, MBA. Das ist jetzt auch nicht so der Weg, den man häufig sieht, wenn man sich deutsche Leute anschaut, die im Investmentbanking eingestiegen sind. Wenn wir uns quasi bis zum Ende von Goldman Sachs die Zeit nochmal anschauen. Du hast jetzt irgendwie Personen angesprochen, wie Elon Musk, mit dem du zusammengearbeitet hast, mit irgendwie super vielen CEOs, mit super vielen CFOs. Du hast wahrscheinlich in dieser Zeit dich selbst als Person extrem weiterentwickelt, hast deutlich, deutlich mehr Selbstvertrauen wahrscheinlich gewonnen, weil du immer mehr erkannt hast, hey, das kriege ich hin, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Was waren Sachen, die du in dieser Zeit erlebt hast, die man niemals denken würde, dass du diese Sachen erlebt hast. Also sei es, dass man niemals denken würde, dass in Stanford XYZ passiert. Dass man niemals denken würde, dass man bei Goldman Sachs in New York den und den treffen würde oder sonst was. Hast du da so 2-3 Sachen, wo du sagen kannst, hey, das würde mir eigentlich niemand glauben, wenn ich es nicht erzählen würde? Ich glaube, was irgendwie jetzt CEOs und CFOs angeht, wenn man es wirklich drauf anlegen wollte, mittlerweile, denke ich mal, mit kombiniertem Goldman oder Lightspeed-Netzwerk kommt man, denke ich, an fast alles ran. Also ich glaube, Access to People können wir, glaube ich, von der Liste streichen. Ja. Also ich war ja auch in anderen Gruppen sehr aktiv, also Forbes 30 Under 30, Capital hat die 40 unter 40 Liste, Atlantikbrücke ist auf jeden Fall eine Organisation, die man sich anschauen sollte als jemand, der an den deutsch-amerikanischen Beziehungen
interessiert ist. Studienstiftungen, insbesondere die Sonderprogramme in Amerika, haben eine sehr, sehr gute Community. Eine spannende Sache, über die ich noch gestolpert bin, letztlich, also in den letzten paar Wochen, ist eine Einladung, die ich bekommen habe zu einer Gruppe, die nennt sich Dialog oder Dialog, gegründet von Peter Thiel und lädt jedes Jahr ungefähr 150 Leute ein für einen off-the-record Small Group Discussions. Da habe ich mir die Liste vom letzten Jahr angeguckt, da waren schon einige Leute dabei, die man sehr gut kennt. Weiß nicht, warum ich jetzt den Invite verdient habe für dieses Jahr, aber werd im August mit meiner Frau nach Teneriffa und mir die Organisation mal anschauen. Also ist noch am nächsten dran zu den Illuminati wahrscheinlich. Keine Website, keine Berichte im Web dazu. Also mal so ein bisschen konträr zum Forbes Marketing. Ja, ich glaube, das Wichtigste oder das, ich glaube, das insbesondere auch, wenn ich jetzt zurückblicke, vielleicht in 10 Jahren, also auch viele Leute, die ich getroffen habe bei Goldman oder im Rahmen von Goldman, im Rahmen von Stanford, ich glaube, es ist viel spannender zu sehen eigentlich die Leute, mit denen man zusammen studiert hat, mit denen man zusammen gearbeitet hat, auf dem gleichen Level, wie viele von denen sich auch jetzt schon entwickelt haben und wie viele von denen vielleicht viele von denen in 10 Jahren stehen werden. Und ich glaube, es ist viel, viel wertvoller oder spannender oder interessanter, irgendwie zu sehen, hey, ich habe mit jemandem zusammengearbeitet oder ich habe mit dem irgendwie auf 2 Deals monatelang Nachtschichten geschoben. Und zum Schluss wird diese Person einer der großen Founder oder Denker oder Lenker von Ländern oder Unternehmern, da zeichnen sich schon die ersten Sachen ab. Ich glaube, das ist noch eine Schiene spannender, fast als jetzt tatsächlich mit irgendwem ein Meeting gehabt zu haben. Ja, also ich meine, ich glaube, da wird man mittlerweile ziemlich, Ja, da würden wir wahrscheinlich noch übermorgen drüber sprechen können, mit was für interessanten Leuten du Meetings hattest. Also ich meine, das ist ja wirklich so, bei dir steht immer noch hoffentlich sehr viel in der Zukunft an, wo es noch hingehen kann, aber sag ich mal, das ist ja schon der Path, auch jetzt, wenn du irgendwie Mastermind ansprichst mit 150 von Peter Thiel ausgewählten Leuten, da ist ja wirklich Top 0,00001%, wenn man quasi auf dieses Performance Success in dieser Skala quasi denkt. Auf dem Weg dorthin, wie viel davon würdest du Glück zuschreiben? Wie viel davon würdest du Talent zuschreiben? Wie viel davon würdest du harte Arbeit zuschreiben? Also wenn wir das Ganze mal sehen wie so eine Pyramide, oben haben wir Glück, links unten haben wir irgendwie harte Arbeit, rechts unten haben wir Talent. Wo wäre der Punkt bei dir? Wo ist Moritz Bayer-Lenz? Ich glaube tatsächlich, das hört sich jetzt vielleicht arrogant an, aber ich glaube, Glück ist sicherlich auch dabei, aber wäre von den dreien sicherlich auf Nummer 3, denke ich. Ich glaube, was für mich extrem gut funktioniert hat, ein Fuß ist auf dieser Seite Selbstvermarktung und bewusstes Auftreten und der andere Fuß ist ganz, ganz fest verankert in täglicher kritischer Selbstreflexion, nie schwindendem Inferiority-Complex und Imposter-Syndrome. Also unabhängig davon, wie ich vielleicht für manche Leute extern wirke, läuft bei mir intern jeden Tag und jede Zeit die Performance Improvement Engine mental, die irgendwie sagt, das funktioniert noch nicht so gut, das ist auf jeden Fall eine Schwäche von mir, das ist was, woran ich arbeiten muss, das ist nicht gut gelaufen. Nicht in einem erdrückenden Maße, aber einfach in einem sehr nüchternen
Maß. Also ich denke da, glaube ich, gar nicht mehr so aktiv drüber nach, aber es ist schon, denke ich, schon täglich präsent, dass ich für mich selber überlege, was kann eigentlich noch besser funktionieren oder wo sollte ich mich am besten weiterentwickeln. Eine Sache, die für mich auch extrem gut funktioniert hat, ist, ich habe seit ich 23, 24 bin, 10 Jahrespläne, zum Schluss 5 Jahrespläne für mich selber geschrieben. In der Regel einmal pro Jahr. Das ist ist ein einseitiges Blatt, horizontal, wo ich horizontal die Zeitspanne einfach eintrage, die nächsten 5 bis 10 Jahre, und dann vertikal verschiedene Lebensbereiche. Also das ist nicht nur eine Planung für das professionelle Leben und den beruflichen Erfolg, das ist auch was, wo ich mir anschaue, hey, mein Leben mit meiner Frau, meine Freunde, meine Familie, meine Gesundheit, mein mentales Wohlbefinden, spirituelle Erfahrungen, die ich machen möchte, und setze mich wirklich in der Regel 1-2 Tage hin und trage ein, wo ich mich sehe in den nächsten 5 Jahren. Und wirklich ganz, ganz bewusste schriftliche Zielsetzung. Blick in der Regel 1 Jahr zurück und 4 Jahre nach vorne. Und das ist auch ein rollierendes Exercise. Kommt dann natürlich nächstes Jahr in einen neuen 5-Jahresplan rein, wo viele von den Sachen ein bisschen näher rücken, manche Sachen vielleicht in den Hintergrund rücken, weil sie nicht mehr spannend sind, aber also ich setze da schon sehr hohe Ziele und muss sagen, ich glaube, von den Sachen, die ich zum Schluss tatsächlich forciert habe, also ich glaube 70-80% davon wurden dann auch in die Tat umgesetzt. Also das scheint schon irgendwie eine Formel zu sein oder ein Konzept zu sein, was so funktioniert. Von daher habe ich jetzt ehrlich gesagt Schwierigkeiten damit, Glück höher einzuordnen. Ich glaube, Glück kommt folgendermaßen ins Spiel. Alle meine großen Karriereabschnitte, mit Ausnahme vielleicht von Stanford und Goldman, selbst die Bewerbung fürs duale Studium, war extrem zufällig. Ich hab dir erzählt, dass es irgendwie am Tag vor der Bewerbungsfrist war. Goldman zu Bitcraft war mega random. Der Einstieg von Bitcraft zu Lightspeed, also das ist passiert im Urlaub in Griechenland in einer Yoga-Session. Das ist da, dass ein Gespräch sich entwickelt hat. Die ganze Studienstiftung-Geschichte, also vieles war überhaupt nicht nach Maß und nach Plan. Und ich glaube, es gibt oft diese Momente, wo sich eine Tür aufmacht. Aus Glück, aus einfach der Tatsache, dass man sich in den richtigen Bereichen oder mit den richtigen Leuten umgibt oder einfach vielleicht auch mit offenen Augen schaut, selbst wenn man sehr, sehr zufrieden ist mit seinem aktuellen Leben. Und also ich meine, jetzt auch an einem Punkt angekommen zu sein, also es gibt ja keine Stellenbeschreibung mehr für das, was ich jetzt vielleicht noch mache. Also ich glaube, mein Resume habe ich das letzte Mal 2017 oder 18 oder so geupdatet. Die einzigen nächsten Schritte, die jetzt vielleicht noch kommen, sind die sich irgendwie im Moment auftun, wo man dann halt ganz, ganz offen auch für sich sagen muss, hey, ist das jetzt was Spannendes? Ist das jetzt was, wo ich mich reinlehne? Ist das was wert ist, jetzt hier einen Prozess zu starten? Und ich glaube, ja, Glück gehört dazu, dass sich diese Türen aufmachen, aber ich glaube, wenn du dein Leben richtig führst, stolperst du immer wieder in solche Gelegenheiten, und dann im Grunde ist es harte Arbeit und ja, sicherlich auch Talent, da diese Sachen in die Tat umzusetzen oder eine Opportunity in einen neuen Lebensabschnitt zu konvertieren. Ja, Glück ist halt das, was Unwahrscheinliches für dich eintritt irgendwie, mit dem du dann was Positives verbindest, aber du kannst ja diese Wahrscheinlichkeit stark erhöhen, indem du halt überhaupt dazu die Möglichkeit ergibst, dass sich dieses Glück ergibt. Ne? Ich sag mal jetzt, dass du in einem Artikel, dass du in einer Zeitschrift blätterst und da steht ein duales Studium, da ist dann schon wirklich glücklich irgendwie.
Ja, aber überhaupt zum Beispiel sich diese Zeitschrift zu greifen, statt genau, irgendwie, aber weiß nicht, die bunte oder was ist genau, noch so. Genau, ne, aber quasi dann die dann bei Goldman Sachs einzusteigen, ist dann auch nicht mehr so viel Glück, weil da diesen glücklichen Zufall bekommt man auch nur dann hin, wenn sonst einige Punkte einfach dafür stimmen. Und wenn vielleicht das Glück nicht dafür gesorgt hätte, dass du bei Goldman einsteigst, hätte vielleicht das Glück dafür gesorgt, dass du bei JP Morgan eingestiegen wärst und dann hättest vielleicht auch einen ganz ordentlichen Werdegang hinbekommen. Ne? Also das ist natürlich dann immer der Fall. Okay, ich will dir extrem viele Fragen noch stellen, aber ich habe so ein paar Fragen, die ich auf jeden Fall einmal gerne mit dir besprechen wollen würde. So ein paar private Themen. Ich meine, du hattest jetzt deine Frau angesprochen, also allgemein dieses Thema Partner, Partnerin, könnte man ja auch Bücher mitfüllen, wie wichtig das auch für das gesamte Leben ist. Du hast auch eine Ex-Freundin angesprochen in Berlin irgendwie, zu der du damals gefahren bist. War das auch ein Prozess? Ich meine, da ist man als junger Mensch vielleicht noch ein bisschen, ja, das ergibt sich schon irgendwie, aber je älter man wird, desto eher merkt man dann vielleicht, okay, so ganz automatisch ergibt sich das vielleicht auch nicht. Du wirst wahrscheinlich auch ein paar Leute kennen, die auf deinem Level sind, die da jetzt nicht glücklich verheiratet sind unbedingt. War das eine Sache, die du auch irgendwie so ein bisschen bewusst dann, für die du bewusst gesearched hast, mit dem Gedanken, was du alles beruflich machen möchtest? Weil sowas, was du jetzt gemacht hast, macht ja auch absolut nicht jede Partnerin, nicht jeder Partner mit. Wie bist du an dieses Thema rangegangen? Ja, ich bin, glaube ich, extremer Beziehungsmensch. Ich habe tatsächlich, seit ich 16 bin, immer langfristige Beziehungen gehabt, mit einem Jahr Ausnahme. Das war das Jahr, als ich in die USA umgezogen bin. Also, ich bin jetzt mit meiner Frau knapp 5 Jahre zusammen und davon 4,5 verheiratet. Also wir haben tatsächlich nach einem halben Jahr geheiratet. Das ist meine vierte 5-Jahres-Beziehung. Also ich kenne eigentlich die letzten 2 Jahrzehnte nur in Partnerschaften. Hab nie gedatet, wirklich. Es hat sich eigentlich immer, ja, hat sich immer situativ ergeben. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, gibt schon ein paar Anknüpfungspunkte zu deiner vorherigen Frage, weil ich glaube, es hat sich immer ergeben aus Umgebungen und Bereichen, in denen man sich selber eben auch, in denen man selber Zeit verbracht hat. Also, ganz am Anfang war es natürlich irgendwie das war eine Freundin aus der Schulzeit, aus der Gymnasialzeit. Danach war es das duale Studium, danach war es Stanford und Alisa habe ich tatsächlich über Forbes 30 Under 30 kennengelernt. Zum Schluss, ich glaube, die Leute, die sowas mitmachen, das ist letztendlich auch eine Funktion. Wo findet man die? Ich glaube, das sind oft Leute, die Ähnliches machen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist. Also ich glaube, es gibt auch sehr viele Paare, die ich kenne, die glücklich zusammenleben, wo es sehr unterschiedliche Ansichten gibt, was die persönliche Karriere angeht. Das kann auch funktionieren. Also ich weiß nicht, ich habe leider, das Thema bin ich jetzt irgendwie nie systematisch angegangen, muss ich ehrlich sagen. Das war eigentlich immer serendipitous. Was ich allerdings schon zusammen auch mit Alisa systematisch angehe, ist, sie dann auch in diese Planung zu involvieren natürlich und zu sagen, was siehst du als Erlebnisse in den nächsten 5 Jahren, die wir gemeinsam haben sollten? Wie sollen wir unsere beiden Familien in unser Leben integrieren? Das sind Unterhaltungen. Aber jetzt sage ich mal, die Partnerfindung selber, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt. Du bist nicht der Dating-Guru. Eine Sache, wo du wenigstens... Kann man sicherlich auch alles hinbekommen hast. Kodifizieren. Okay, perfekt. Dann Thema
High-Performance-Leistung abliefern können. Ich meine, da sprechen wir ja gleich auch noch drüber. Du bist jetzt nicht nur beruflich sehr gut unterwegs, sondern du bist auch sportlich sehr, sehr fit. Von dir und von auch anderen Leuten, die über Jahrzehnte aus deinem Netzwerk High-Performance abliefern können. Was sind da irgendwie Erfolgsgeheimnisse? Was Ernährung angeht, was Schlaf angeht, was gewisse Routinen angeht, was wegen mir auch Supplements angeht, was Koffeinkonsum angeht, was sonstige Sachen angeht. Also ich meine, das ist ja, sagst du, hey David, das ist alles Genetik. Es gibt Leute hier, die genau das gleiche Level an Performance abliefern wie ich. Die essen, was sie essen wollen, und ich ernähre mich komplett ketogen. Oder sagst du, ja, da gibt es schon ein paar Gemeinsamkeiten. Sagst du, da kann ich keine Tipps geben, das muss jeder völlig individuell für sich herausfinden. Was sind so Sachen, die du für dich jetzt herauskristallisiert hast? Vielleicht einmal bezogen auf die Zeiten, wo du wirklich die 80-90-Stunden-Wochen schieben musstest, und einmal bezogen auf die Zeit jetzt, wo du dir hoffentlich deine Zeit ein bisschen besser einteilen kannst, weil du eher auf dich selbst, von dir selbst abhängig bist. Was kannst du da jungen Menschen mitgeben? Ich meine, ich kenne das selber extrem aus meiner eigenen Studentenzeit. Ich habe wirklich sehr viel rumprobiert. Ich habe alle möglichen Ernährungsformen ausprobiert, die man machen konnte. Ich habe mit Koffein rumprobiert. Ich habe mit verschiedenen Sleep Cycles rumprobiert und. Wahrscheinlich, wenn du sagst, bei mir im Hintergrund läuft immer die Selbstoptimierung, wird es bei dir auch ähnliche Phasen vielleicht gegeben haben. Was hast du da jetzt für dich so inzwischen so ein bisschen herausgefunden? Was funktioniert gut für so einen Weg, wie du ihn eingeschlagen hast? Ich glaube, was am wichtigsten ist, ehrlich gesagt, ist ein gesundes Selbstbild und Selbstreflexion, geschriebene Zielsetzung, ein sauberes System, Ziele auch konkret zu verfolgen. Ja, also es ist natürlich, Zielsetzung ist eine Sache. Wie sich das dann kristallisiert in konkrete Schritte, die man in Angriff nimmt, ist eine ganz andere Sache. Ich glaube, wenn man diese Dinge gut beherrscht, ich glaube, das ist 90%. Und alles andere, was du erwähnt hast, Selbsternährung, Schlaf. Ich habe auch viel experimentiert. Aber ich glaube, also wenn ich zum Beispiel auch gucke, was ich während Stanford, wie ich mich da ernährt habe, also da war nichts Besonderes dabei. Das war auf jeden Fall, also war schon eher ungesund, null Supplements, viel Alkohol. Hat auch alles gut geklappt. Also ich glaube, klar, da leidet vielleicht dann irgendwie so, dein Bodyfat Percentage leidet vielleicht darunter, aber ich glaube, was jetzt so konkret Performance angeht, ist letztendlich 90% Wille und System. Mhm. Diese ganzen Podcasts, Tim Ferriss und Co., also auch für diese sportlichen Sachen, ja, also klar, mehr Schlaf hilft. Ich glaube, man sollte für sich selber rausfinden, wie viel Schlaf man braucht. Also ich mittlerweile schlafe ich meistens so 6,5 oder 7 Stunden, wach dann noch auf und will dann auch nicht mehr schlafen. Also oft am Wochenende, wenn meine Frau vielleicht noch ein bisschen weiter schläft, setze ich mich dann an meinen PC und mache irgendwas. Das merke ich irgendwie für mich selber. Da brauche ich vielleicht auch ein bisschen weniger Schlaf als andere. Supplements nehme ich aktuell überhaupt nichts. Essen, wir versuchen uns schon gesund zu ernähren, aber gestern hatte ich zum Beispiel auch eine große Pepperoni-Pizza. Also das ist auch, und das passiert auch sicherlich einmal pro Woche. Ich finde, man hofft halt immer, ne, wenn man sich dann auch solche Human Optimization Podcasts anhört, ne, man googelt, ich meine, ich kenne es von den Studenten auch so, die suchen immer nach der einen perfekten Lerntechnik, die eine Lerntechnik, mit der du dann in 20% der Zeit 500 Mal so viel Wissen dir aneignen kannst. Genauso sucht man immer nach dem einen Supplement, nach dem einen Tool irgendwie, mit dem man dann jedes Ziel erreichen kann, sei es in dem Fitnessbereich oder sonst wo. Und dann ist es natürlich immer ernüchternd, wenn einem dann gesagt wird, hey, es hängt halt an dir und nicht an dem, es gibt keine so richtigen Shortcuts. Systeme. Ich glaube, gute Systeme ist der richtige Hack. Wie gesagt, geschriebene Zielsetzung. Ich habe eine To-Do-Liste, da habe ich, also beruflich passiert so viel,
Also beruflich ist eigentlich so schnelllebig, dass ich da keine To-Do-Liste habe. Ich habe ich habe auch keinen Stift und Zettel hier rumliegen. Ich mache keine Notizen. Es lebt im Grunde, wird alles manifestiert in der Inbox. Wenn es eine E-Mail in der Inbox ist, dann ist da noch ein To-Do. Und alles, was kein To-Do ist, ist aus der Inbox raus. Also ich habe eigentlich nie mehr als, gut, wenn ich aufwache, habe ich vielleicht so 100 E-Mails in der Inbox. Aber wenn ich abends den PC ausmache, sind es eigentlich nie mehr als 10, würde ich sagen. Und dann für meine persönlichen Ziele oder alles, was jetzt nicht konkret mit Arbeit zu tun hat, verwende ich Todoist. Da sind in der Regel vielleicht so 50, 60, 70 Sachen drin. Das ist aber meistens über einen Zeitraum von 3-4 Jahren. Mhm. Das ist irgendwie so ein To-Do pro Woche oder irgendwie so um den Dreh. Was ist es dann für ein Beispiel-To-Do? Also was steht diese Woche, was steht nächste Woche an? Vieles, was aktuell den potenziellen Nachwuchs angeht, zum Beispiel. Das musst du dir aufschreiben. Gut, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht in den Podcast unbedingt reinpacken. Ja. Okay, also da stehen Sachen drauf, okay. Aber zum Beispiel auch ein Thema, was ich irgendwie ewig vor mir hergeschoben habe. Ich wollte unbedingt ein Tattoo. Und habe mir gesagt, ja, wäre irgendwie cool, mal ein Tattoo zu haben. Das ging irgendwie so ein Jahr, zwei Jahre. Und ich sehe das halt immer wieder auf meiner, also ich bin auch jemand, da kommt auch nichts weg. Es wird auch nie, also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also alles, was irgendwie einmal erfasst wird als was man machen will, das bleibt, das lebt da auch ewig. Es sei denn, man guckt sich das ernsthaft an und sagt, das will ich nicht mehr. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf oder das ist mir zu kompliziert, gilt nicht. Und irgendwann habe ich dann dieses Tattoo-Ding oder irgendwie, weiß nicht, das wurde irgendwie 50 Mal gesnoozt oder so. Und habe ich mir das angeguckt, dachte ich mir so, das kann es ja jetzt eigentlich nicht sein. Kannst du jetzt nicht irgendwie zum 51. Mal auf Snooze drücken? Jetzt mal ganz ernsthaft, sich ein Tattoo zuzulegen, ist jetzt kein großes Kunststück. Dann habe ich mir so gedacht, okay, was wäre denn jetzt mal der ernsthafte nächste Schritt? Eigentlich sollte man sich vielleicht erstmal gucken, also in L.A. insbesondere, was gibt es denn eigentlich einen geilen Tattoo-Artist in L.A.? Vielleicht einfach mal wirklich 2 Stunden blocken und mal ein bisschen Research machen und auch mal ein bisschen nach coolen Motiven gucken. Damals mit meiner Frau ist so eine ziemlich trashy TV-Show Ink Master geguckt. Da kriegt man eigentlich ganz gute Ideen. Und habe dann irgendwie einen Typen gefunden, der war allerdings in Paris. Und habe ich zu Alisa gesagt, die müssen wir natürlich nicht groß überzeugen, für eine Woche nach Paris zu fliegen. Habe mir dann halt schon ein relativ sportliches Ding hier gleich zugelegt. Mhm. Ja, dann war das Thema halt auch abgehakt, ne? Also das ist jetzt ein ziemlich, ziemlich bescheuertes Beispiel, aber ich glaube, überhaupt ein System zu haben, wo halt nichts wegkommt und einfach, gibt natürlich viele E-Mails heutzutage, auf die ich nicht antworte, aber wenn es Sachen sind, die einen Mehrwert haben, fällt auch nichts irgendwie weg. Also ich glaube, das ist der echte Hack. Und immer einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, ist das die beste Verwendung meiner Zeit aktuell? Ist das das, was ich langfristig machen möchte? Ist das was mich langfristig glücklich macht? Das machen ehrlich gesagt sehr wenige. Und auch dieser 5-Jahresplan für die eigenen Ziele, also ist ja eigentlich, ich finde es eigentlich sehr verwunderlich, dass Leute zum Beispiel im Beruf, Produktmanager oder was auch immer, es gibt ja Projektpläne noch und nöcher. Also sicherlich viele derjenigen, die hier zuhören, die haben irgendwie einen Plan fürs Studium, einen Plan für die Arbeit oder für ein Projekt oder für ein Produkt. Und was ist denn der Plan für dich? Also sollte nicht der eigentliche, also wenn es was wert ist zu planen, dann doch die eigene Person, das eigene Leben, wo man sich sieht, geografisch, wo man sich sieht, professionell, was man für Erfahrungen sammeln möchte, wie man sich vielleicht gesundheitlich oder sportlich weiterentwickeln möchte. Alleine der Prozess, das einfach mal niederzuschreiben oder sich mal wirklich hinzusetzen, 1-2 Tage, ich habe das oft zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht, wo ich einfach wirklich Ruhe hatte und 2 Tage komplett blocken konnte dafür. Ich glaube, einfach dieser Prozess, da durchzugehen, ist extrem viel wert und das dann auch einfach knallhart in ein To-Do-System zu übertragen und sich einfach wirklich daran zu halten. Wenn man einmal in diesen Rhythmus reinkommt, ich sehe das gar nicht irgendwie als
als Burden oder als was viel Disziplin verlangt. Das ist irgendwie so mittlerweile ist das einfach mein Denkmodus. So wie andere Leute irgendwie E-Mails beantworten, gehe ich durch meine geilen Erfahrungen für die nächsten 5 Jahre und leite da die ersten Schritte ein. Zwei Folgefragen dazu. Folgefrage 1. Wann erkennst du für dich, dass du dich jetzt, weil du hast ja das Thema angesprochen, ist das jetzt gerade wirklich so das Beste, wie ich meine Zeit investiere? Ich meine, wir haben jetzt bei uns in der Firma so circa 20 Mitarbeiter aktuell und ab und zu mache ich irgendwas und denke mir so in the middle of the process so, scheiße, eigentlich hätte ich es von Anfang an outsourcen sollen, jemand anderes jetzt machen sollen. Ich merke, es dauert irgendwie länger, als ich dachte. Ich komme mir jetzt richtig blöd vor, als habe ich die Sunk-Cost von der halben Stunde, die ich da schon reingesteckt habe, etc. Ich meine, das sind dann so kleine Sachen, aber da fange ich dann schon an, mich aufzuregen, weil ich merke so, Mist, jetzt der Return on Investment und der sinkt immer mehr, ne? Also der marginale Nutzen von jeder weiteren Minute wird immer niedriger. Wann erkennst du für dich selbst, wie du dich irgendwie in irgendwas verrennst und dann es abbrichst, ne? Also ich sag mal, jetzt hast du ja auch angesprochen, irgendwie Leute arbeiten in einem Job, ohne irgendwie so einen 5-Jahres-Plan sauber zu haben oder man merkt irgendwie, ja, das ist gar nicht mehr so das, was ich eigentlich gerade machen möchte. Wie schnell zieht man den Hebel? Weil ich meine, nur weil man jetzt zwei, dreimal zur Arbeit kommt und denkt, ich wäre jetzt eigentlich schon lieber Surflehrer auf Hawaii, ist jetzt da nicht automatisch die richtige Entscheidung, dann den Job zu kündigen und die Koffer zu packen. Also hast du da für dich irgendeinen Thought Process oder irgendwie was hinbekommen, wie du erkennst, wann ziehe ich die Reißlinie, wann ist Schluss und wann ist es einfach eine Situation, wo man einfach durchpowern muss? Weil ich meine, sowas hat man schon oft im Studium. Also ich habe auch teilweise gedacht, ich schmeiß es hin. Im Startup auch manchmal gedacht, man lässt es sein oder so. Ich meine, das wirst du ja auch vermutlich hin und wieder gehabt haben. Oder war das bei dir wirklich eigentlich immer so, dass du... Ja, ich hatte, ich glaube, ein Jahr nach dem ersten Jahr Goldman hatte ich, glaube ich, eine Phase, wo ich eigentlich auch, ich glaube, meine Mutter angerufen habe und gesagt habe, ich glaube, das war's. Also das alles total scheiße. Wir arbeiten uns hier tot, macht keinen Spaß. Und ich weiß gar nicht genau, was sich verändert hat. Also ich glaube, in dem Fall wusste ich jetzt auch nicht, was ich ehrlich gesagt konkret gerne anderes machen wollte. Und ich glaube, ich habe dann einfach ein paar Monate weitergemacht und das Blatt hat sich komplett gewendet. Spannende Themenbereiche, das Gaming-Thema hat sich aufgetan und ich habe danach, habe ich den Job geliebt. Ja, also ich glaube, es gibt immer Ups und Downs, ja. Ich hatte auch bei Bitkraft zum Beispiel hatte ich auch Ups und Downs. Aber ich glaube, es wäre sehr seltsam, wenn das anders wäre, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich glaube, wenn man nur Ups hat, ist, glaube ich, auch ein bisschen fishy, weil ich vielleicht bewegt man sich dann nicht wirklich an der Grenze der eigenen Komfortzone. Ist auch gefährlich, denke ich, für die persönliche Entwicklung. Also letztendlich, man möchte ja was, wo man auch gefordert wird, wo man sich weiterentwickelt, nicht nur technisch oder methodisch, sondern auch charakterlich. Und ich glaube, ja, so ein gutes, klassisches, griechisches Drama hat ja auch immer eine Hero-Journey mit dabei. Also da muss man schon das heißt, manchmal deine, durch. Deine Ziele, das heißt, deine Ziele, die du dir gesetzt hast, die werden dann auch so schnell nicht hinterfragt. Die werden dann auch durchgezogen, da wird auch der Weg durchgezogen, wenn es mal schlecht läuft, weil du vertraust dir selbst in der Vergangenheit, dass du die Ziele, die du dir aufgeschrieben hast, dass du die mit einem... dass du da bei Bewusstsein warst und dass du damals dein bestes Interest im Mind hattest sozusagen und deshalb zweifelst du dann auch nicht mehr an dein Ziel. Weil ich glaube, das ist so ein sehr großer Vorteil von diesen festgeschriebenen Zielen. Bei uns in unserem Coaching habe ich so eine Lernmethode, wie du das gesamte Semester planst und das basiert darauf, dass du ganz am Anfang vom Semester das Semester in so Wochen unterteilst und dann Woche für Woche dir ganz klare Ziele definierst, was bis dahin absolviert sein muss, was du bis dahin gelernt haben musst, sodass du dann
Woche für Woche exakt den gleichen Workload hast. Und dann kannst du, wenn du das nämlich sauber rational nachvollziehen kannst, dass du damals das alles klug gemacht hast, kannst du nämlich gar nicht hingehen und in einer am Anfang vom Semester nicht so viel lernen, weil sonst will man ja immer alles aufschieben, aber dadurch, dass du die Ziele gesetzt hast und du kannst es rational runterbrechen, weißt du, ich muss dieses Ziel erreichen, ansonsten wird es am Ende total stressig. Und dadurch, dass du es aufgeschrieben hast und dir vertraust, dass das rational war, was du gemacht hast, ziehst du es dann halt auch durch, obwohl du eigentlich in dem Moment dann in der dritten Woche vom Semester am liebsten auf die Party gehen willst und noch nicht lernen möchtest. Also glaubst du, das ist dann der Grund, warum dieses Aufschreiben so viel hilft auch? Ich glaube, ja, man erstellt eigentlich mit sich selber so ein bisschen so ein Code of Honor, ja, an dem man sich dann auch hält. Also ich würde auf jeden Fall zumindest jedem mal sehr ans Herz legen, damit ein bisschen zu experimentieren. Ich glaube, deine Methode hört sich schon sehr anders an als meine und vor allen Dingen auch findet in einem ganz anderen Rhythmus statt. Also bei mir ist das halt tatsächlich jährlich und einmal jährlich. Aber ich glaube, das ist nur auf die Noteninhalte im Studium bezogen. Also bei anderen Sachen sollte man sich jetzt vielleicht nicht jede Woche ein neues To-Do setzen. Stimmt. Okay, dann noch eine Frage, bevor wir dann auch zum nächsten Themenblock kommen. Du hast gesagt, irgendwie 90% ist Ziele aufschreiben und dann auch die konkreten Schritte entwickeln. Ich meine, Ziele aufschreiben ist natürlich schön und gut. Da schreibe ich mir auf, ich will zu Goldman Sachs in New York einsteigen. Danach will ich Forbes 30 Under 30 werden, dann will ich Advisor beim Weißen Haus werden, wie du es auch mal warst, was wir jetzt sehr grazil übersprungen haben und noch ganz viele andere To-Dos erreichen. Wie gehst du dann vor, um konkrete Schritte zu erarbeiten? Sagst du, bei mir kommt sehr, sehr viel von Mentoren? Sagst du, bei mir kommt sehr viel von meiner eigenen Due Diligence durch Internet Research? Sagst du, bei mir kommt sehr, sehr viel von ich vertraue mir einfach selber, indem ich mir überlege, was macht am meisten Sinn und mach das so. Wie gehst du vor, wenn du sagst, ich habe mir dieses Ziel erreicht, wie ist jetzt mein systematischer Plan, um das Ziel zu erreichen? Ich denke, das Beste, was man machen kann, ist, Leute zu finden, die diese Schritte schon gegangen sind und sich dann konkret von denen Informationen zu holen. Weil alles andere ist sehr viel Hörensagen oder Leute, die eine Meinung haben zu irgendwas, zu Themen, die sie selber nie wirklich durchleuchtet haben. Also, ja, wie viele Leute sich über ein MBA das Maul zerreißen, die nie jemals einen gemacht haben. Das Gleiche wahrscheinlich mit Banking und Unternehmensberatung. Also ist für mich extrem logisch, dass wenn man sich auf ein Stipendium bewirbt oder den Umzug in die USA plant oder den Einstieg im Investmentbanking forciert, sich mit Leuten zu treffen und in Kontakt zu treten, die diese Sachen gemacht haben. Und also, sorry, aber also zu sagen, ja, ich habe diese Person aber nicht in meinem persönlichen Umfeld, also, come on, das Internet verbindet heute was, 7-8 Milliarden Menschen. Ich glaube, das gilt nicht mehr, das Argument. Es ist eigentlich relativ easy, an extrem viele Leute ranzukommen. Und ich krieg sehr viele Anfragen von Leuten kalt. Manches davon kann ich nicht beantworten, aber vieles davon nehme ich mir die Zeit und gebe meine persönliche Meinung oder Empfehlungen ab. Also das muss ich sagen, das liegt an der Person selber. Da kommt man dann wieder zurück zu Wille und System, denke ich. Wenn Wille und System da sind, ich denke, Informationen zu bekommen ist nicht das Problem und gute Informationen zu bekommen. Aber man muss sich selber auch überlegen, wer sind denn wirklich die Leute, die die richtigen Informationen haben. Also da die Curation und ja, die Intelligenz muss schon da sein, sich auch an die richtigen Inhalte zu wenden. Hast du das Gefühl jetzt du bist jetzt seit 15 Jahren oder so in einem Umfeld, wo du von solchen Leuten umgeben bist, die solche Ziele erreichen. Hast du das Gefühl, in letzter Zeit verbessert sich das so generell, das Bewusstsein, wie man so rangeht und auch der generelle Mindset, hey, ich kann, wenn ich selber rangehe, solche Ziele erreichen? Oder hast du das Gefühl, es bleibt gleich oder hast du das Gefühl, es geht eher ins Gegenteil? Weil ich habe ab und zu irgendwie so ein bisschen das Gedanken,
Natürlich biete ich auch eine gewisse Angriffsfläche, weil ich sage, hey, erreiche deine hohen Ziele, bla 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 bla. Ich habe übrigens in der letzten Zeit bekommen Leute, die sowas sagen, immer mehr Backlash von Leuten, wie so ein gesamtes Victim-Mindset irgendwie, von Leuten, die sich so kollektiv zusammentun und nicht wahrhaben wollen, dass man solche Ziele durch harte Arbeit erreichen wollen, die dann einen kritisieren und sagen, wie stehst du dazu? Beobachtest du sowas? Beobachtest du eher ja, das Gegenteil? Ja, ich weiß nicht, ob das, vielleicht nimmst du das auch einfach verstärkt wahr, weil du ein bisschen natürlich auch mehr ins Rampenlicht trittst über die Zeit. Also ich glaube, das war immer der Fall, dass es Leute gibt, dass es Neider gibt, dass es vielleicht auch einfach Menschen gibt, die einem den Erfolg nicht gönnen. Ich glaube, wenn du dir anschaust, selbst heutzutage einen Intake bei einer Business School wie Stanford oder Harvard oder bei Goldman, also es gibt mittlerweile ein ziemlich breites Spektrum an sozioökonomischen Hintergründen. Ich glaube, es gibt auch dieses Thema Target Schools wird auch immer mehr diffus bei den Banken. Also jedenfalls in Amerika habe ich das erlebt. Und es wird, also ich glaube, wir bewegen uns, und das finde ich auch sehr schön zu sehen, und das ist mir persönlich auch sehr wichtig, in ein immer meritokratischeres Umfeld. Also die Tatsache, dass jetzt irgendwie Papa Banker war oder dass Mama auch in Harvard studiert hat, hat eigentlich immer weniger Gewicht, zunehmend. Das sollte gesellschaftlich auch definitiv so laufen. Letztendlich müssen wir auch zusehen, dass wir die brillantesten Leute auf die größten Probleme raufsetzen. Ja. Und das nehme ich auch schon so wahr. Ja. Also, wenn sich da Leute anders ihr Maul drüber zerreißen, also kann ich mich gerne auch direkt mit denen privat unterhalten. Also ich denke, da können wir ziemlich viele Argumente aushebeln. Ja, und ich glaube, also du bist auf jeden Fall für die Leute, die nicht rumheulen wollen, sondern bereit sind, für ihre Ziele hart zu arbeiten, eine Rieseninspiration, Moritz. Du machst ja, du bist auch noch sonst extrem engagiert, ne? Ironman-Finisher, bis 7 Marathons auf 7 Kontinenten in 7 Tagen gelaufen, um richtig Fundraising zu betreiben für eine Spendenaktion. Was ist dein Why für all diese Sachen? Ne? Weil ich sag mal, wenn man sich dein CV anschaut, im Private Equity bzw. VC so lange unterwegs gewesen zu sein, bei echt sehr erfolgreichen Adressen, für Geld müsstest du jetzt wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Je nachdem, wie dein Lifestyle ist. Diese ganzen anderen Sachen, die du neben dem Job machst, die auch extrem aufwendig sind, müsstest du sowieso niemals machen. Was ist für dich dein Why, warum du dich, ich sag mal, also ich glaube, warum du dich früher so angestrengt hast, kann man noch deutlich eher nachvollziehen im Vergleich zu, warum du dich jetzt immer noch so anstrengst. Also vielleicht kannst du auch ein, zwei Sätze dazu sagen, zu deinem Stanford MBA-Aufsatz, What Matters Most in Life and Why, ist es immer noch so irgendwie dein Antrieb, was ist für dich, also warum gibst du so Vollgas? Also ich glaube, zwei sehr unterschiedliche Whys, bis ich würde mal sagen, um 30 rum, so der Zeit insbesondere von 20 bis 30 oder Anfang 20 bis 30, denke ich, war sehr viel sehr, sehr viel externer Fokus. Also was machen andere, was kann man irgendwie erreichen? Und insbesondere, ich glaube, nach dem dualen Studium bei IBM angefangen zu merken, dass es beruflich sehr gut funktioniert, aber irgendwie akademisch dann doch rückblickend etwas dünn war. Also da war schon sehr viel, wie sagt man das am besten? Das war irgendwie so ein Gefühl von Reputationsaufholbedarf, der da viele Aktionen auch getriggert hat. Also das war ja tatsächlich, wenn man sich anguckt, wenn du den Lebenslauf angucken würdest, zwischen 26 und
31, 32, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Und dass so viel passiert in diesen 6 Jahren, das ist irgendwie, ja, ist extrem Imposter-Syndrom, extrem Chip on the Shoulder, extrem Credentials, focused, also sehr, sehr extern fokussiert. Und ich glaube, ich habe ja da schon ziemlich die Hörner abgestoßen an dem Thema, und dann hat irgendwie auch alles ganz gut geklappt. Und irgendwann denkt man sich dann auch so, okay, so, das Spielchen kannst du jetzt weitermachen, oder man kann sich überlegen, worauf kommt es denn tatsächlich an im Leben? Spaß zu haben an dem, was man arbeitet, glücklich zu sein, ausgewogen zu sein. Und also ich meine, zum Beispiel ist heute mein Job, ich find's mega geil, mir macht es extrem Spaß, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, und es gibt auch, kann ich auch ziemlich, also ich bin mir sehr sicher, dass es so schnell nichts Besseres gibt. Selbst wenn ich mir jetzt irgendwie was auf einem blanken Blatt Papier aufmalen könnte, was ich irgendwie stattdessen machen würde, da würde mir echt, sag ich mal, so schnell nichts Besseres einfallen als das, was ich heute mache. Das ist extrem viel wert. Und es ist extrem speziell, sowas zu haben. Aber das sind auch Schritte und Entscheidungen, die man trifft auf dem Weg dorthin. In meinem Fall jetzt irgendwie was zu haben, was einen thematisch so ausfüllt mit Gaming und mit Leuten zusammenzuarbeiten, die einem so viel Freude bereiten, und gleichzeitig noch in einem Bereich zu sein, der, sag ich mal, finanziell auch so lukrativ ist, das ist natürlich schon ein Geschenk. Aber es ist auch eine ziemlich unfaire Kombination von Expertise, die ich habe. Also da kommt jetzt auch so schnell niemand, der da das Turf kompetitiv irgendwie invaded. Aber ich glaube, also zu dem Why auch für diese ganzen sportlichen Sachen, vieles davon ist ehrlich gesagt so ein bisschen YOLO, also you only live once, aber in the best sense of the world, word. Ich glaube, wenn ich am Sterbebett liege und wenn das Licht irgendwann ausgeht, wäre schön, wenn das letzte Wort irgendwie einfach nur noch wäre so, ja, das was a banger. Nice. Ja. das sind mit dem Lächeln auf dem Gesicht die Lichter ausgehen. Und komm so ein bisschen zurück auf das Thema, einen Schritt zurück zu machen, zu gucken, was ist denn eigentlich alles möglich. Und einfach, mir macht es einfach Spaß, so verrückte Sachen zu machen. Und also diese 7 Marathons in 7 Tagen, was wir vor 2 Monaten gerade gemacht haben, war unheimlich geile Erfahrung. Und das ist natürlich extrem, extrem interessante Leute kennen auf der Reise. Und auch ganz interessant, glaube ich, was diese sportlichen Geschichten angeht. Wenn Leute sagen, ja, okay, ist ja einfach für dich zu sagen, setz dir ein System auf, plan sauber, überführ das irgendwie in konkrete Aktivitäten. Vielleicht bist du einfach extrem talentiert, genetisch veranlagt. Das wäre jetzt für die meisten Personen so tatsächlich einfach nicht möglich. Würde ich eigentlich kontern mit der Tatsache, dass ich sportlich nicht besonders, zumindest nicht in keinster Form irgendwie hochbegabt bin oder wie auch immer. Meine DNA-Analyse sagt mir, dass ich eine starke Tendenz zu Übergewicht habe, war auch also während der Schulzeit immer pummelig. Hab bis heute mein gesamtes Leben meinen Sixpack nicht gesehen, obwohl ich 4-mal die Woche Sport mache. Also wirklich 3-mal die Woche mit dem Coach Conditioning-Training und Lifting und dann am Wochenende laufen gehe. Also ich von dem Bodyfat Percentage, der dafür notwendig wäre, habe ich mich mittlerweile auch verabschiedet. Also es wird, glaube ich, auch nichts mehr. Aber anscheinend ist es trotzdem gut genug, halt, um solche anderen spannenden Projekte anzugehen. Und einen Marathon zu laufen ist ehrlich gesagt zum Beispiel kein Kunststück, wirklich nicht. Also ich glaube, das ist, wenn man sich jetzt ein paar Monate drauf fokussiert, würde ich mal sagen, kriegen das die meisten Leute hin. Und das ist auch so ein Thema, da fängt man dann mit einem Marathon und dann vielleicht ein Triathlon, Sprintdistanz, olympische Distanz, Half Ironman, Ironman. Dann kriegt man das hin, dann überlegt man sich, was gibt es denn noch verrückte Sachen. Wir haben auch den Marathon des Sables gemacht, 7 Tage selbst versorgt und selbst navigiert durch die Sahara. Auch 7 Marathons in 7 Tagen bei 40 Grad Hitze
Nur mit Wasser wird man versorgt und ansonsten trägt man eigentlich Ausrüstung, Essen, Instrumente für die komplette Woche im Backpack auf dem Rücken. Fragt man sich auch, warum man das macht. Ja, also da wirst du nochmal eine andere Person in der Woche, und ich glaube, es sind einfach Erfahrungen, die ist einfach geil, das mal gemacht zu haben, und die Leute, die man dort kennenlernt, und die Freunde, die man dort kennenlernt, ist schon speziell. Das Leben ist bunt, es gibt extrem viele Sachen, die man machen kann, und die besten Sachen machen nicht viele. Jetzt mal würdest du sagen, dein finanzieller Erfolg, wir können auch gleich, würde ich auf jeden Fall noch über Leitz. Du weißt ja gar nicht, wie erfolgreich ich bin finanziell, vielleicht habe ich ja gar nicht so viel Geld. Ja, genau, wie gesagt, das würde ich ja gleich mal fragen. Aber sag ich mal, jetzt mal abgenommen von dem finanziellen, oder würdest du sagen, der finanzielle Erfolg, weil ich meine, um dieses bunte Leben zu erfahren, natürlich, irgendwie, du hast einen Job jetzt, du bist jetzt in der Position, einen Job zu haben, den du liebst und den du spannend findest, wo du einen coolen Impact haben kannst. Aber quasi sonst dieser Weg mit an Elite-Uni studieren, krasse Noten schreiben, bei Firmen wie Goldman Sachs und McKinsey zu arbeiten, der ist ja, sage ich mal, für, und das ist dann auch häufig die Kritik oder auch der Grund, warum da viele Leute, glaube ich, auch nicht reintrauen oder auch da keine Lust drauf haben. Da ist ja eigentlich schon ein ziemlich starkes Gegenteil von diesem bunten Weg. Ne? Also man hat da jetzt nicht so viele verrückte Urlaube, man hat da jetzt nicht so viel Zeit, ganz viele verschiedene Hobbys auszuprobieren. Man hat jetzt nicht um 17 Uhr jeden Tag Feierabend, um im Park mit seinen Freunden einen Joint rauchen zu können oder irgendwelche sonstigen Experimente zu machen etc. Würdest du sagen, dass sag ich mal, der finanzielle Aspekt, das halt aufwiegt, weil man danach dann richtig dieses bunte Leben leben kann und dafür aber auf einem noch niceren Level? Oder würdest du sagen, ey, auch ohne jetzt, sag ich mal, diesen finanziell erfolgreichen Weg gegangen zu sein, hätte ich wahrscheinlich genauso ein buntes Leben gelebt? Wenn ich also für immer im Konzern geblieben wäre. Ein großer Tipp, glaube ich, für alle ist, ich glaube tatsächlich, dass der Lifestyle im Banking und in der Beratung in Amerika wesentlich besser ist als in Deutschland und in London. Also ich habe zum Beispiel meine Ironmans, habe ich auch während meiner Goldman-Zeit gemacht. Und den Marathon des Sables, die 7 Tage in der Wüste, waren auch während Goldman. Ein paar andere verrückte Geschichten auch, die nicht Podcast-kompatibel sind. Also ganz ehrlich, das geht schon. Ist halt die Frage auch zum Beispiel, wie viel Zeit Leute auf TikTok jeden Tag verbringen. Also das ist für viele, selbst für viele High-Performer wahrscheinlich irgendwie eine Stunde. Oder so. Also mach doch eine halbe Stunde und mach eine halbe Stunde Workout. Also eine halbe Stunde Workout am Tag reicht auf jeden Fall, um ziemlich viele Sachen zu reißen. Ich glaube, es ist einfach eine Frage von Zeiteinteilung und Disziplin. Und wenn ich mir angucke zum Beispiel auch, also viele bei uns in der Abteilung, bei Goldman, in TMT, sowohl New York als San Francisco, waren sportlich auch schon sehr fit. Also Gym war schon Bestandteil des Tagesrhythmus. Das Goldman Office in New York hat ein riesiges Fitnesscenter eingebaut. Also es waren irgendwie, wenn du tatsächlich irgendwie eine Downtime hast, nimmst halt dein damals noch Blackberry mit und gehst halt ins Gym. Schaust mit einem Auge drauf. Also in der Regel, wenn du innerhalb von 15 bis 30 Minuten wieder in front of einem PC bist, also kennen ja die meisten Leute aus dem Banking auch. Also es sind zwar lange Stunden, aber es ist auch nicht jede Stunde sehr intensiv. Also verrate ich wahrscheinlich auch keinem Geheimnis mit. Von daher, die Zeit ist schon da. Also ich habe auch zum Beispiel, meine persönlichen Beziehungen haben auch nie darunter gelitten. Also Leute fragen mich immer, wie hast du das hingekriegt, dass du noch irgendwie noch eine gesunde Beziehung nebenbei hattest. Das war, ehrlich gesagt, irgendwie nie ein Thema oder ich habe das nie als Problem richtig wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Also es ist so crazy, habe ich es jetzt gar nicht wahrgenommen.
Das ist auch so ein Thema, wo sich Leute das Maul drüber zerreißen. Viele, viele davon den Lifestyle eigentlich nie gelebt haben. Aber ich muss schon sagen, ich glaube wirklich, dass Banking in Frankfurt und in London weniger Spaß macht als in New York und San Francisco. Ich glaub, also von daher, wenn ich dein Erfolgskonzept, ja, kenne ich ja, also Uni, Praktika, gute Noten schreiben, Stipendium und dann der Einstieg in die Beratung oder ins Banking, okay, das dann 2-3 Jahre machen, dann würde ich sagen, Bewerbung für den MBA in Amerika, Top Business School oben drauf setzen, dann nach dem Abschluss des Studiums kriegst du mindestens mittlerweile 2 Jahre Arbeitsgenehmigung in den USA. Ja. Der Berufseinstieg in den USA und auch das Leben in den USA und die Green Card ist wirklich nicht trivial, aber das Studium in den USA ist in der Regel ein guter Einstieg. Und ich glaube, das Graduiertenstudium in den USA ist definitiv einfacher und systematischer, einfacher zu erreichen als der Undergrad. Ja, nicht, also ich glaube, wenn man jetzt, werden sicherlich viele High-Performer hier zuhören, also wenn ihr einen guten Job macht, 2-3 Jahre in Deutschland, das muss gar nicht unbedingt in der Beratung oder im Banking sein. Wir hatten interessanterweise in Stanford eigentlich, da waren halt jedes Jahr irgendwie 2 oder 4 Deutsche dabei, da war tatsächlich jedes Jahr auch irgendwie einer aus einem dualen Studium dabei, also es gibt da gar nicht so diese ganz knallhart vorgegebenen Karrierepfade, die jetzt dahin führen. Also gesucht wird immer Exzellenz. Aber Exzellenz kann man, denke ich, auf verschiedenste Arten zum Ausdruck bringen. Und ist eine ziemlich bunte Mischung, wer da ankommt. Also ich glaube, ja, die meisten, die eine gute Chance haben, trauen sich gar nicht zu bewerben oder sind vielleicht auch einfach abgeschreckt von diesen sehr hohen Studiengebühren. Also ja. Aber da hattest du ja am Anfang das schon ein bisschen eingeordnet. Und in den USA ist ja auch wirklich nochmal mit den Gehältern und so weiter, hat man es ja auch echt nochmal schneller drin. Ne? Also wenn man da so ein Stanford MBA macht und dann wieder zu Goldman zurück nach Frankfurt kommt, dann okay, ne? Aber wenn du also wir hatten, ich meine, mit einem Bekannten bei uns gesprochen, der hat in Deutschland oder Schweiz studiert gehabt, dann in Yale einen Master gemacht, ist irgendwie an der Wall Street eingestiegen bei so einer Bulge Bracket, hatte irgendwie 100.000 Kosten für den Master in Yale und hat einen Signing-Bonus direkt bekommen von 60.000-70.000. Ne? Mhm. Dann ist halt der Master schon wieder mit der Unterschrift abgezahlt. Ne? Und dann steigst du ja auch mit 1,7-fachem oder doppeltem Gehalt ein. Die Steuern sind auch nochmal einen Ticken niedriger als in Deutschland. Also du kannst auch, ich denke mal jetzt so absolute Spitze, Top-MBA, 7 bis 10 Jahre durchgepowert in Finance und dann wirklich top performt. Insbesondere auf der Buy-Side, Private Equity, Venture Capital, kannst du schon, inklusive Carry, kannst du schon so 5 Millionen pro Jahr machen. Das ist schon realistisch. Da wird die Luft natürlich extrem dünn, aber ich sag mal, wer auf dem Level performt und auf dem Finance-Level performt und auch Finance für sich weiter sieht und dann direkt in der Buy-Side bei den richtigen Firmen weitermacht. Das sind halt komplett andere Dimensionen. Gibt solche Dimensionen auch, ist halt in den USA einfach viel heftiger, ne? Also hättest du jetzt deinen Job, könntest du den auch in Europa machen, den du jetzt gerade machst bei Lightspeed? Ja, schon, denke ich. Ich weiß nicht, wie das vergütungstechnisch aussehen würde, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob eine Gut, ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht. Wenn ich mir anschaue, was du allein an Assets under Management brauchst, um Partner entsprechend zu vergüten oder bestimmte, ja, überhaupt eine Sector Practice aufzuziehen in einem bestimmten Bereich, in meinem Fall Gaming, ist die ernsthafte Antwort vielleicht tatsächlich, dass es zumindest in dem Umfang mit den Ressourcen und auch mit der finanziellen Vergütung vielleicht tatsächlich nicht möglich wäre in Europa. Und eigentlich auch nur vielleicht bei einer Handvoll von Risikokapitalgebern.
Einer oder zwei Handvoll. Das heißt, du siehst dich auch noch für einige Zeit in den USA privat? Also ich muss sagen, Deutschland ist für mich, glaube ich, ein bisschen als Thema raus. Also ich komme gerne über Weihnachten auch noch nach Hause. Meine Eltern wohnen nach wie vor in unserem Dorf bei Hannover. Die kommen auch öfter in den USA vorbei. Meine Eltern sind beide riesige Amerika-Fans und ich glaube, muss man jetzt die Leute nicht großartig überzeugen, an die Westküste zu kommen, aber die kennen sich mittlerweile auch ziemlich gut aus, Ostküste, Westküste. Die haben wahrscheinlich mehr von den USA gesehen als ich. Ich komme auch ganz gut rum. Aber ja, also ich glaube, also den europäischen Pass zu behalten, ist mir schon sehr wichtig. Ich habe gerade meine Beibehaltungsgenehmigung eingesammelt. Das ist ein Antrag, den man stellen kann, dass man seinen deutschen Pass im Prozess für den amerikanischen Pass auch beibehalten kann. Das macht sicherlich Sinn. Wer weiß, wie sich das hier alles weiterentwickelt. Kann mir schon sehr gut vorstellen, dass Alisa und ich langfristig auch wieder zurückziehen nach Europa. Aber dann vielleicht lieber an die Amalfi-Küste als nach Kiel. ja, schauen wir mal. Also ich meine, so far so good. Wir sind hier sehr glücklich. Ich glaube für diese Mentalität, so sehr opportunity-focused, sehr leistungsfocused, ist Amerika schon 1A Spielplatz. Natürlich hat es seine Schattenseiten, das werden die Zuhörer auch alle wissen. Es ist halt ein Land, was immer weiter auseinander geht. Aber wenn du am richtigen Ende davon bist, genießt du auch extreme Vorteile. Wie ist denn jetzt dein aktueller Lifestyle? Also wir hatten ja, du hast vorhin gesagt, Arbeitstag besteht eigentlich nur daraus, E-Mails zu bearbeiten, weil du nur Entscheidungen treffen musst inzwischen, oder? Also ich habe, wir wohnen mittlerweile beide relativ remote hier in Malibu, in der Nähe von L.A., sind ungefähr 20, 30 Minuten nach Santa Monica. Santa Monica ist ein Stadtteil, kann man schon sagen, von L.A., also der Stadtteil, der quasi im Westen direkt am Wasser liegt. Das ist ein super, super Hotspot für Gaming. Riot Games ist hier, Activision ist hier, Blizzard ist in Irvine, das ist ungefähr eine Stunde im Süden. PlayStation Studios, also es ist schon eigentlich, kann man sagen, Silicon Valley of Gaming. Und auch generell einfach ein awesome Spot to be. Aber wir arbeiten eigentlich in der Regel beide von zu Hause. Also wir haben beide unser Office. Haben schon die Möglichkeit, 90% unserer Aktivitäten remote abzuwickeln. Also ja, es ist sehr viel für mich. Ich glaube, E-Mails und Zoom ist wahrscheinlich 90% meiner Arbeit. Mein Job ist, herausragende Unternehmer früh zu entdecken, Beziehungen aufzubauen und ich sag mal die besten 2, 3, 4 Investments jedes Jahr zu machen in die Game Studios, Gaming bezogenen Plattformen oder Technologien, die wir denken, die am vielversprechendsten sind. Das ist ein sehr, sehr geringes Maß eigentlich an konkreten Aktivitäten, die abgewickelt werden. Das sind wirklich, ich glaube, was zum Schluss 90%, worauf es ankommt, ist, wie gut sind diese 2 bis 3 Investments, die gemacht werden. Und letztendlich habe ich extrem viel Freiheit, wie ich das mache, wie ich die finde, worin ich investiere. Aber letztendlich sind die Ansprüche hoch daran, dass das eben gute Investitionen sind. Aber ein großer Teil meiner Arbeit ist loose coupling mit Success. Also ich verbringe pro Jahr Zeit damit, mir, ich weiß nicht, 2000 Investitionen anzuschauen und letztendlich den Trigger zu ziehen bei 2 bis 3. Und sich die anderen 2000 anzuschauen, ob ich das jetzt mache oder nicht, ist letztendlich unerheblich. Es hilft nur, die Pattern Recognition aufzubauen und wirklich die Erfahrung zu sammeln, warum die 2 oder 3 jetzt tatsächlich auch die 2 oder 3 sind. Ähm,
wir sind alles Leute, die extrem spezialisiert sind thematisch und dann zusammenkommen intellektuell und analytisch. Also niemand arbeitet in einem Silo, aber wir haben auch alle unsere eigenen Spezialistenbereiche. Insofern, man arbeitet zusammen mit Leuten, die extrem gut sind, die extrem smart sind, die das auch, also in vielen Fällen jetzt schon 10 Jahre oder länger machen. Da profitiere ich natürlich extrem davon. Aber letztendlich ist das Vertrauen da, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich glaube, das ist es für uns in Gaming oder das ist es für uns in Enterprise oder das ist es für uns in Biotech. Funkt da jetzt auch keiner groß dazwischen, weil letztendlich thematisch das auch niemand in der Tiefe durchleuchten kann. Aber geholfen wird in der Regel, analytisch und kritisch schon die richtigen Fragen zu stellen. Und das kannst du auch als Quereinsteiger. In Biotech kann ich das jetzt vielleicht nicht so sehr, aber ich sag mal, für unsere Consumer Investments in Social Media oder Creator Economy oder AI, das sind schon Themen, da habe ich auch Berührungspunkte mit. Da will ich jetzt nicht den Deal leiten, aber sicherlich kann ich guten Input geben. Ist das, du bist Partner? Heißt das, ihr investiert dann auch Partner? Also ist das ein Buy-in-Partnerschaft oder heißt einfach nur, du hast halt ein richtig dickes Carry? Kannst du vielleicht dazu quasi, sag ich mal, ich weiß jetzt nicht, wie offen du bist, irgendwie über finanzielle Sachen zu sprechen, aber vielleicht nur grob sagen, was es denn bedeutet, Partner bei so einem sehr erfolgreichen VC zu sein. Das, was du angesprochen hast, ist das GP-Commitment. In der Regel ist von unseren Geldgebern die Erwartung da, dass wir auch Teil unseres eigenen Kapitals in unsere Funds investieren. Das Geld, mit dem wir investieren, ist ja nicht unser eigenes Geld. Das sind in der Regel, also bei der Größe von Lightspeed, wir haben mittlerweile 28 Milliarden unter Management. Ich glaube, damit sind wir unter den Top 5 VCs, was Assets under Management angeht. Das ist hauptsächlich Geld von institutionellen Investoren, zum Beispiel Sovereign Wealth Funds, Pensionsfonds. Das ist eigentlich relativ wenig Family Offices oder High Net Worth Individuals ist noch dabei. Es sind in der Regel, sag ich mal, Tickets, die sind dann schon im zweistelligen Millionenbereich und aufwärts. Ansonsten verbringt man sehr viel Zeit mit Fundraising. Aber 2% in der Regel von diesen Einlagen kommen in der Regel von den Partnern selbst. Und das ist schon, eine sportliche Beteiligung. Also ich kann dir sagen, dass für mich mein persönlicher Anteil an unserem GP-Commit, das ist schon ein sehr solider Anteil meines Net Worths. Ja, also da ist auf jeden Fall Buy-in dort. Also ich habe tatsächlich jetzt zum Beispiel sogar einen Kredit aufgenommen, um damit zu helfen, meinen eigenen GP-Commit zu machen. Kann durchaus Sinn machen, je nachdem, wie man andere Investitionen natürlich handhabt. Also es ist Nur um zu zeigen, dass da auf jeden Fall ein sehr starkes Incentive Alignment da ist. Aber ich denke, das ist auch gut so. Und ja, was das Vergütungsmodell angeht, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da industrieweit so groß drüber sprechen kann, aber die Zahlen, die ich dir gegeben habe, vor 10 Minuten oder so, also es ist schon ungefähr so der Bereich, in dem du dich bewegst, wenn du an der Buy-Side angekommen bist, ich sag mal so 10 years post-MBA, das sind Carry ist ein großer Teil und ist natürlich sehr stark abhängig letztendlich von der Fund-Performance. Und ist das dann aber, sag ich mal, so diese, sag ich mal, mittlere einstellige Millionenbereich, ist das dann das Level, wo man normalerweise dann auch die nächsten 20 Jahre bleibt? Oder ist es dann auch noch so, je mehr du in der Branche drin bleibst, desto krasser wird dein Netzwerk, desto krasser wird dein Netzwerk und das Wachstum ist immer noch irgendwie exponentiell? Oder? Ja, es ist also wirklich, wenn du auf der Buy-Side angekommen bist und einen super Job machst, sowohl in Private Equity als auch im VC, du hast dein Basisgehalt,
was auf Partnerlevel in der Regel schon siebenstellig ist. Du hast dein Carry, was ein Vielfaches deines Basisgehalts ist, unter der Annahme, dass das Funds stark weiter performen. Und du hast dann obendrauf zusätzlich die Dynamik, dass neue Funds geraced werden und das quasi alle ja, 2 bis 3 Jahre, wieder unter der Annahme, dass der Fund gut performt, dass das Fundraising weiter stattfindet, dass die neuen Funds auch wieder gut performen, hast du dann zusätzlich noch die Dynamik, dass sich das Carry von den Funds, sag ich mal, alle 2 bis 3 Jahre dann auch noch ja, staggert, weil eben alle 2 bis 3 Jahre ein neuer Fund dazukommt. Das kann tatsächlich also heißen, dass wenn du den Job jetzt 6, 7 Jahre machst, heißt nicht nur, dass du nicht nach 7 Jahren auch schon eigentlich fast vollständig gewestet bist in deinem ersten Fund, du obendrauf auch schon wieder anfängst, teilweise zu vesten in die 2. Generation oder die 3. Generation der Funds, die du nun bei dieser Firma mitbetreust und aus denen du investierst. Das heißt, du kannst dann zu dem Zeitpunkt, kann es dann tatsächlich schon sein, dass du und again, das ist also immer unter der Annahme, dass Funds extrem gut performen und dass sich auch auf Firmenlevel alles weiterentwickelt, aber du kannst dort schon dann im 8-stelligen Millionenbereich landen, was jährliche komplette Vergütung angeht. Ja, schon nicht schlecht. Und wenn man dann noch seine Zeit damit verbringt, wenn die Due Diligence dann auch noch Prototypen von PC, Console und Mobile Games beinhaltet und man dafür sorgen muss, dass man irgendwie die 100 spannendsten Unternehmer oder Leute, die daran involviert waren, irgendwie die großen Videospiele, die wir alle kennen und lieben, zu bauen, irgendwie auf Events versammelt und das irgendwie noch Teil des Wirkungsbereichs ist, ist eigentlich schon ehrlich gesagt ziemlich schwierig, mir was Besseres vorzustellen, was ich mittlerweile machen möchte. Ich arbeite nach wie vor extrem hart. Ich glaube, Stress ist oft ein Thema. Ich bin eigentlich nie gestresst, mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen. Das Schöne am Investorenleben im Vergleich zum Bankerleben ist auch, dass du eigentlich den Pace selber setzen kannst. Weil dringend wird es nur, wenn du es dringend haben möchtest. Weil letztendlich bist du jemand, der investiert und vielleicht landest du in einer Situation, die extrem kompetitiv und extrem Zeitdruck hat. Du kannst dich immer wahlweise aus dieser Situation wieder entfernen. Ist wahrscheinlich nicht ratsam, wenn es ein spannender Prozess und ein spannendes Investment sind und viele dahinter sind. Da sind natürlich schon die meisten von uns sicherlich interessiert und bereit, da kompetitiv mitzubieten. Aber was ich jetzt mache, woran ich arbeite, wie ich meine Woche gestalte, ob ich mal eine Woche komplett hardcore gehe und eine Woche im Grunde auf halber Flamme arbeite, ist nicht, also das kriegt keiner mit, wäre eigentlich schon eigentlich der falsche Weg, da überhaupt drüber nachzudenken, sondern letztendlich ist die Frage, wie erreiche ich mein ultimatives Ziel, 3 bis 4 extrem geile Investments zu machen, die zum Schluss in den nächsten 10 Jahren eine super Performance für unseren Fund liefern. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu erreichen und so viele verschiedene Herangehensweisen und auch so viele verschiedene Charaktere, die ganz andere Ansätze haben für sowas. Also da hat man schon extrem Freiheit. Da ist dann eigentlich schon die Freiheit und die Möglichkeiten stressen vielleicht manche Leute, aber jetzt irgendwie zu sagen, oh, ich kann jetzt nicht glauben, dass ich irgendwie noch das bis morgen früh machen muss oder dass ich irgendwie jetzt am Wochenende arbeiten muss. Also es ist eigentlich nur, das sind die einzigen eigenen Ziele, das ist der eigene Druck, den man sich macht, das sind die eigenen Ideen, die man hat. Also die einzigen Ziele, die ich momentan habe, sind tatsächlich welche, die ich mir selber aufgeschrieben habe. Ansonsten so ein richtiger, dass mich jetzt ein Manager hinsetzt jedes Quartal und sagt, okay, das und das wird gemacht, das ist eigentlich eher andersrum, dass ich mich hinsetze mit unserer Firmenleitung und sage, okay, hier, das ist so mein Plan für Gaming bei Lightspeed über die nächsten 12 Monate. Ein paar Ideen, die ich habe in verschiedenen Geschäftsbereichen. Macht das so Sinn für euch? Was sind Ressourcen, die wir damit einbinden können? Und ich habe jetzt zum Beispiel proaktiv mit 3, 4 Leuten einfach jedes Quartal Zeit gescheduled, um einfach, ich habe meine eigenen
Ziele aufgeschrieben. Ich habe meine eigenen Quarterly Reviews selber gescheduled, einfach weil ich so einen Rhythmus haben möchte, aber auch irgendwie einen transparenten und fairen Prozess, um zu sagen, hey, das sieht alles gut aus oder hier möchten wir gerne ein bisschen anders arbeiten oder das ist was, wo wir schon jetzt auch, je nachdem, was wir am Anfang artikuliert haben und wie wir das jedes Quartal reviewed haben, das ist jetzt ein Bereich, in dem outperformed wurde. Aber letztendlich, also befördert werden kann man jetzt auch nicht mehr, wirklich. Also jetzt geht es eigentlich nur noch darum, einen guten Job zu machen. Also das ist jetzt eigentlich so, ich meine, du hast jetzt erreicht, was normalerweise so das Endziel ist von so einer Top-Performance-Karriere. Du hast so ein bisschen das erreicht, was sehr viele junge, ambitionierte Leute sich von so einem Studium und auch von so einem Karrierepfad erhoffen, in einer Position zu sein, wo man echt finanzielle Freiheit erreicht, wo man super zufrieden ist mit seinem Arbeitsalltag, wo man super zufrieden ist mit seinem Lifestyle, wo man Impact hat, wo man an spannenden Projekten arbeitet und in die Zukunft gucken kann und sich einfach nur darauf freut, weil man sagt, okay, man ist jetzt echt da angekommen, wo man ankommen wollte. Würde ich mir sagen, es ist 90% wahr. Und die anderen 10% sind der übliche Alltag. Ja. Ja. Freue mich auch nicht über jede E-Mail, freue mich auch nicht über jedes Meeting. Habe auch ab und zu mal eine Phase, wo ich denke, was mache ich hier eigentlich? Aber ja. Also ich finde, ich kann es dir wirklich nur von Herzen gönnen, weil ich finde, du wirkst extrem sympathisch, extrem down to earth. Und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer gönnen dir diesen Erfolg ebenfalls so sehr. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich weiß, dass du einen tighten Schedule vermutlich hast. Von dem her vielleicht eine Frage zum Thema Gaming noch und dann würde ich zum letzten Part überkommen, mit dem wir wahrscheinlich relativ schnell durch sind. Was ist gerade the hottest shit, in was du investierst? Ich weiß nicht, ob du diese Black Mirror-Folge kennst über Gaming, wo da wird so ein Versuchskaninchen so ein Chip eingepflanzt und der durchläuft dann so ganz, ganz viele verschiedene Welten und so weiter. Und am Ende des Tages hat sich herausgestellt, dass er nach 0,001 Sekunden Nervenzusammenbruch hat und gestorben ist, weil er so viele krasse Sachen erlebt hat. Ist das, wo wir uns gerade hinbewegen im Gaming-Bereich, dass man sich Sachen einpflanzt und dann so völlig geisteskranke Virtual-Reality-Sachen spielt? Oder was sind die Sachen, in die du gerade investierst, von denen du hoffst, dass sie sich in 6, 7 Jahren richtig lohnen werden? Genau, also ich glaube, die letzte Qualifikation, die du gerade gemacht hast, ist wichtig. In 6 bis 7 Jahren. Also letztendlich, wir bauen Funds zusammen, die ja Exits erwarten innerhalb von ungefähr, sagen wir mal, 7 bis 8 Jahren. Da fallen leider viele spannende Sachen raus, die sicherlich in den nächsten 20, 30 Jahren Realität werden. Also ich denke zum Beispiel sicherlich AR. Brillen werden kommen und werden auch funktionieren, aber nicht in den nächsten 5 Jahren. Also gibt es natürlich auch schon so sehr rudimentäre Infodisplays von irgendwie North. Apple wird wahrscheinlich in den nächsten 3 Jahren ein erstes Produkt rausbringen, aber das ist jetzt nicht irgendwie, you know, mixed Reality Metaversum zertifizierte spannende Geschichten. Ja. Brain-Computer-Interfaces hast du angesprochen, also Chips im Gehirn. Also ich habe auch ein Investment tatsächlich gemacht bei Bitkraft in ein non-invasives Brain-Computer-Interface. Also das funktioniert auch schon. Natürlich invasiv, also Neuralink und manche andere sind natürlich auch hauptsächlich momentan im gesundheitlichen Bereich unterwegs. Aber klar, also wenn du jetzt das Spiel weitermachen willst, ich glaube, plattformmäßig werden wir uns immer weiter wegbewegen von traditionellen Screens. VR bin ich jetzt persönlich kein Riesenfan von der kompletten Occlusion, aber AR und dann ultimativ, also Brain-Computer-Interface ist letztendlich die finale Plattform. Das wird aber noch eine Weile dauern. Und ich glaube, viel spannender in puncto Reizüberflutung und menschlichem Fassungsvermögen ist, denke ich mal, selbst auch in Gaming das Thema AI. Also wir sehen Artificial Intelligence im Developer-Flow, wo es immer einfacher wird, immersive, dreidimensionale Welten zu gestalten. Es gibt extrem viele Shortcuts mittlerweile
im Tooling oder in der Spieleherstellung, also in diesen Prozess durchleuchten wir auch. Wir investieren auch in Technologien, spannende Technologien dort. Also wenn du dir anguckst, wie einfach es ist, zweidimensionale, statische Medien zu erzeugen, i.e. Fotos. Das funktioniert super, wenn du einen geilen Sonnenuntergang siehst, da fängst du nicht an, irgendwie Photoshop aufzumachen und dann zu malen. Nimmst einfach dein Handy und erfasst das. Das gleiche bei zweidimensionalem Bewegtbild, auch bekannt als Video. TikTok, riesen UGC-Plattform, wo jeder irgendwie Videos macht. Warum sehen wir das noch nicht in 3D und interaktiven Medienformaten? Ist einfach noch ein bisschen schwieriger, aber da bewegen wir uns auch auf jeden Fall hin. Also, dass wir bald mit unserem Telefon so mit der Kombination aus Kamera und Tiefensensor auch unser Leben dreidimensional einfangen können und dann auch interaktiv dreidimensional nacherleben, das ist jetzt kein Fiebertraum. Das ist durchaus was in den nächsten, auch in dieser Generation von Fans eventuell noch einen großen Ausreißer sehen wird. Aber AI als Thema ist, denke ich mal, auch in Gaming, was Gaming-Tech angeht, momentan schon abgeschlagen auf der 1, sowohl für procedurally generated Logic, Image, Assets. Aber was nach wie vor auch super zieht, sind neue Game Studios, einfach Content und IP, insbesondere in den nächsten 5, 6, 7 Jahren. Leute, die Spiele gebaut haben wie Fortnite, Call of Duty, Overwatch, Valorant, StarCraft, Warcraft, Diablo, die bei Riot Games rausgehen, bei Epic rausgehen, bei Blizzard rausgehen und sagen, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Wir haben ein paar coole Ideen. Das ist so ein bisschen so mein Bread and Butter. Mhm. Diese Leute zu kennen, diese Leute zu finden. Oft kennen wir die schon 2, 3 Jahre, bevor die sich überhaupt abseilen. Und dann dort Funding bereitzustellen. Wir haben mein erstes Investment bei Lightspeed waren zum Beispiel ein Duo, was sich abgeseilt hat von Riot Games. Der erste Executive Producer von League of Legends und der Executive Producer von Wild Rift, der mobilen Version von League of Legends, die sie als Duo zusammengetan haben und in der ersten Funding-Runde 55 Millionen Dollar eingesammelt haben. War ich als Lead dabei. Wir haben ein super Syndikat zusammengebaut, Andreessen Horowitz mit reingeholt, Riot Games, Bitkraft, meine vorherigen Arbeitgeber und ein paar spannende Angels, zum Beispiel die Leute, die Netflix Arcane produziert haben, Michael Eisner, der frühere Disney-CEO, Kevin Scott, der CTO von Microsoft. Macht mir da auch Spaß, irgendwie so eine Truppe zusammenzubauen, die irgendwie als Avengers hinter einem spannenden Projekt zusammenkommt. Habt ihr dann auch eure WhatsApp-Gruppen, wo einer reinschreibt, ja, ich hau auch noch 1 Milliarde rein und ja, komm, ich auch. 1 Milliarde wäre jetzt ein bisschen großzügig für ein Early-Stage-Investment, aber ich habe definitiv ein paar spannende WhatsApp-Gruppen und so weit hergeholt ist es jetzt nicht. Nice, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir noch am Ende ganz kurz über zu meinen Tim Ferriss-Fragen an dich. Frage Nummer 1. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt? Oder alternativ, welche 1 bis 3 Bücher haben dich in den letzten Jahren am meisten beeinflusst? Ja, ich lese eigentlich gar nicht so viel. Also ich glaube, das letzte Buch, was ich Cover to Cover gelesen habe, war eins von den Harry Potter Büchern. Wann war das denn? Oh, wahrscheinlich auch schon 25 Jahre her oder so. Das, was ich am meisten empfohlen habe in den letzten paar Jahren, ist ein Buch Venture Deals. Also für jemanden, der Interesse hat an VC oder Investitionen, sowohl als entweder als Investor oder aber auch als Founder, um VC einzusammeln, ist ein super, super Buch. Sehr einfach geschrieben, sehr gut erklärt. Also da steht eigentlich alles drin, was man wissen muss als VC, was unter uns nicht besonders viel ist. Also Venture Deals, gibt auch den gleichsprachigen, kostenlosen Online-Kurs von Techstars, ich glaube 2-mal pro Jahr. Ich habe den Kurs selber gemacht und der hat mich echt super vorbereitet. Das ist eine uneingeschränkte Empfehlung, die ich geben kann. Perfekt. Welcher Kauf für 100 Euro oder weniger in den letzten 6 Monaten hat dein Leben am meisten positiv beeinflusst? Der PlayStation 5 Controller ist ziemlich geil. ich habe fürs Laufen verwende ich
Aftershocks, Aeropacks, Headsets mit Bone Conduction. Mhm. Das sind so Headsets, die gehen übers Ohr rüber. Finde ich sehr angenehm fürs Laufen. Die dann so im Nacken liegen, oder wie? Genau, die eben noch, oder wenn man jetzt zum Beispiel auch viel unterwegs ist in größeren Städten, die einem noch ein bisschen Möglichkeiten geben, die Umgebung auch einzufangen. Ich glaube, die kosten 120 Euro. Ich hoffe, das zählt noch. Und dann der beste Deal in den letzten 3 Monaten war auf unserer Challenge 7 Marathons auf 7 Tagen auf den 7 Kontinenten. Wir hatten mussten dafür einen Flieger chartern, weil wir überhaupt keine Zeit hatten, überhaupt also kommerziell zu fliegen oder in Hotels zu verbringen. Und wir hatten leider nicht immer genug Platz, dass jeder in Business fliegen konnte. Wir hatten einen Teenager dabei, der halbe Marathons gelaufen ist. Und ich hatte einen von meinen Economy-Class-Flügen, habe ich gesehen, dass er an dem Tag die Lotterie für die Business-Class gewonnen hat. Und ich habe ihn gefragt, ob wir tauschen, wenn ich ihm eine $100 PlayStation-Giftcard kaufe. Fand er mega geil, fand ich mega geil. Best Upgrade ever. Also das waren auch $100 well spent und alle waren zufrieden. Aber er ist auch wesentlich kompakter. Also ihn da jetzt irgendwie die Economy zu packen, da hat jetzt auch nicht so ein schlechtes Gewissen. Ja. Ja. Du bist ja älter, ne? Du musst ja, das ist one of the biggest deals in trade history. Ja. Also, ja. Wenn beide Seiten ekstatisch sind, dann weiß man ja, dass man einen guten Deal gemacht hat. Win-win-Situation. Wenn du eine riesige Werbeleinwand mit einem Spruch bedrucken könntest, an dem jeden Tag Millionen von Leute vorbeifahren, das heißt nicht nur bei euch in San Francisco, sondern am besten Leute von der ganzen Welt, von allen möglichen Bevölkerungsgruppen, was würde auf dieser Leinwand stehen? Das kann, sage ich mal, es kann ein Spruch sein, es kann ein Satz sein, es kann ein Zitat sein, an das du gerne denkst, muss jetzt nicht originell von dir persönlich stammen. Was würdest du da raufschreiben? Was sollte jeder mal gehört haben? Muss ich jetzt ehrlich sagen, fällt mir spontan nichts ein. Aber hoffentlich haben wir ein paar Leitsätze heute platziert, die Resonanz gefunden haben. Also kann sich jeder, glaube ich, seinen eigenen Spruch aus den letzten 2 Stunden aussuchen. Perfekt. Was würdest du sagen, war eines der besten Investments, die du je gemacht hast, abgesehen von der 100-Euro Giftcard? es kann Geld sein, es kann aber auch sein Zeit, es kann sein Energie, es kann sein Geld auch für ein Ticket, für irgendeinen Sprachkurs, den du mal gemacht hast, der sich extrem gelohnt hat. Was würdest du da sagen? Also ich glaube, ich muss schon ehrlich sagen, nur um nochmal das Thema auch wirklich nach Hause zu bringen, die $200,000 für den Stanford MBA rückblickend waren wahrscheinlich trotz des hohen Sticker-Prices noch Best Return on Investment. Also es war halt ein fundamentaler Change of Trajectory für mich, karrieretechnisch, netzwerktechnisch. Also wenn ich mir anschaue, was den größten Einschlag wirklich hatte für mich beruflich, akademisch, persönlich, wäre es, glaube ich, schwierig. Es ist weit abgeschlagen auf der 1. Und dann dafür irgendwie $200,000 zu bezahlen oder nicht, ist eigentlich, also das grenzt schon an irrelevant. Ja. So, jetzt auf die nächste Frage, darfst du jetzt nicht mit Gaming antworten. Was ist eine ungewöhnliche Gewohnheit oder eine absurde Sache, die dir sehr gefällt, von der die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht dachten, dass sie auf dich zutrifft? Ich meine, diese Laufgeschichten sind schon relativ absurd, denke ich. Das stimmt. Dann nehmen wir die ganzen Marathons und Ironmans. Das hätte man echt nicht erwartet. Vor allem nicht von dem Gaming-VC-Mensch. Ne, man hätte es vielleicht erwartet von dem... Ja, das sind die Vorurteile, mit denen ich jeden Tag kämpfen muss. Ja. Das ist okay. Also, Gaming ist... die Gaming-Audience ist mittlerweile auch sehr, sehr divers. Ja, also wir haben insbesondere im Mobilbereich mehr Frauen als Männer, die spielen. Viele große Titel, zum Beispiel auch Overwatch, haben mittlerweile eine 50% Frauenquote. Also, wo es noch nicht so durchlässig ist, ist tatsächlich in der Spieleherstellung.
das ist schon noch sehr, sehr stark weiß und männlich dominiert. Aber ja, die Gruppe, die mittlerweile Spiele spielt, das ist eigentlich jetzt insbesondere eine Generation, die aktuell aufwächst, wirklich jeder. Ja, und das ist dann in, das wird in sich der, dann ja widerspiegeln. In der Mittelschule und in der Hochschule, also als ich damals gespielt habe, da war ich halt der Nerd. Und heute ist eigentlich, also die Cool Kids, die spielen auch alle. Ja, und also jetzt gut zu sein in Fortnite und gut zu sein in Rocket League oder was auch immer, ist eigentlich mittlerweile schon Statussymbol. Ja, und wie man sieht, bin gut in Diablo oder bin gut in Fortnite, IB ist auf jeden Fall noch möglich in dem Fall. Das ist gut, das beruhigt ist, das mich. Gut. Alright, welcher neue Glaubenssatz oder welche neue Gewohnheit in den letzten 5 Jahren hat dein Leben am meisten positiv beeinflusst? Ich glaube, tatsächlich diese, ich glaube, so physische oder mentale Grenzerfahrungen zu sammeln, finde ich persönlich extrem spannend. Also ganz konkret, ich hatte während des Marathon des Sables, das 7-Tage-Wüste-Rennen, hatte ich die ersten 3 Tage eine Lebensmittelvergiftung und habe hab 500 Kalorien, also ich habe das ewig geplant und dann irgendwie auf so einem Google-Spreadsheet mit meinem Freund alles perfekt ausgeklügelt, was wir jetzt genau essen pro Tag, weil du musst natürlich auch alles mit dir rumschleppen. Und letztendlich alles über Bord geworfen, weil ich irgendwie kaum was runtergekriegt habe, irgendwie 500 Kalorien zu mir genommen und jeden Tag irgendwie 6000 verbrannt oder so oder mehr. Und mir ging es halt wirklich so unglaublich dreckig die ersten 3 Tage. Also das noch obendrauf auf allem anderen. Teilweise konkrete, also wirklich komplette Visionen und Fata Morganas, also während des Laufens und wirklich Sachen gesehen, die überhaupt nicht da waren. Und dann am Ende da rauszukommen und das Ding dann trotzdem noch zu schaffen. Also man lernt sich einfach selber ein bisschen besser kennen in dem Prozess und sieht einfach mal wirklich, wo die Schmerzgrenze ist. Ich bin mit dem gleichen Freund in den letzten 5 Jahren auch ein paar andere, sagen wir mal, spirituelle Erfahrungen gesammelt, die mir jetzt hier auf dem öffentlichen Podcast vielleicht nicht konkreter abdenken könnte. Solche Sachen finde ich auch extrem spannend, was die Erweiterung des eigenen Horizonts angeht, die eigene Psyche mal wirklich tief zu durchleuchten. Starke Empfehlung, das nie alleine oder mit einer Gruppe zu machen, wo immer noch jemand dabei ist, der ein Auge auf einen hat, aber wenn die Leute mal ein bisschen tiefer reinschauen, wofür ich zum Beispiel auch das Geld eingesammelt habe mit unserem 777-Rennen, ich glaube, dass bestimmte Substanzen eine sehr, sehr interessante Wirkkraft haben, nicht nur in einer therapeutischen Anwendung, sondern auch für den ja, einfach um das eigene Bewusstsein ein bisschen besser zu durchleuchten und kennenzulernen. Also das war eine Erfahrung, das lässt sich eigentlich schon gar nicht mehr mit Worten beschreiben. Da gibt es einen interessanten Spruch, ich weiß nicht, ob du Eckhart Tolle kennst. Ja. Ein Deutscher, einer der wenigen deutschen sehr bekannten spirituellen Lehrer, der hat auch so gesagt, Man kann das nicht in Worten, wie denkt man, könnte man sowas in Worten beschreiben mit irgendwie 24 Buchstaben und so ein paar Konsonanten und Lauten, wie soll man da irgendwie die Essenz des Lebens beschreiben, ne? Das ist schwierig. Ja, How to Change Your Mind ist ein ziemlich gutes Buch in dem Bereich auch. Aber es gibt ja mittlerweile, ist das ja auch ein Thema, was, sag ich mal, sehr, sehr durchleuchtet. Auch Sam Harris, Tim Ferriss, Netflix, gibt, glaube ich, mittlerweile einigen guten Content dazu. Ja. Was war der beste Tipp, den du jemals von einem Vorgesetzten bekommen hast? Das war definitiv, als ich glaube, 24 war oder so, mein damaliger, weiß nicht, Chef und Mentor hat mich hingesetzt und mich gefragt, ja, was ist denn eigentlich dein Plan für die nächsten 3 Jahre?
Und daraus haben wir irgendwie im Gespräch die erste Vision von diesem 10-Jahres-Plan entwickelt. Der war damals, war das eigentlich nur Beruf und Studium. Heute spannt das wesentlich mehr Bereiche. Aber ich glaube, rückblickend, das war so ein bisschen der Trigger für diese jährliche, ganzheitliche Zielsetzung. Das müsste ich dann eigentlich schon auf die 1 packen, denke ich. Mhm. Ja. Welchen Ratschlag hast du an junge, ja, das können wir eigentlich überspringen. Du hast zehntausende Ratschläge an junge Ambitionen. Ja, ich glaube, ein großer Ratschlag ist auch, traut euch. Ja, also ich glaube, eine überwiegende, also die 99% der Sachen, die nicht funktionieren, scheitern daran, dass sie nie versucht werden. Da bin ich so zutiefst von überzeugt. Ja. Kann ich so unterschreiben. In den letzten 5 Jahren, zu was kannst du besser Nein sagen? Was hat dir dabei geholfen, das hinzubekommen? Ich sage eigentlich immer noch viel zu wenig Nein, ehrlich gesagt. Ich bin ziemlich sparsam geworden mit meiner Zeit. Also ich kriege halt so viele Anfragen, was Investitionsmöglichkeiten angeht, dass so jemand schreibt mir eine E-Mail, sagt, ja, wir haben ein spannendes Projekt, können wir dazu mal sprechen. Also absolutes No-Go. Also wenn ich da jedes Mal auf einen Call raufgehen würde, das würde, abgesehen davon, dass ich nicht mehr schlafen würde, würde der Tag immer noch nicht ausreichen. Also wirklich einfach konkret zu sagen, hey, wenn jemand sagt, hey, lass mal ein Catch-up machen, okay, was willst du konkret besprechen? Können wir das auch asynchron machen über E-Mail? Oder jemand frage ich, hey, würde gerne mal, also pick your brain ist sowieso ein ziemlich schrottiger Satz. Aber wenn jemand fragt, ich habe ein paar Fragen zum MBA, können wir uns mal treffen? Also erstens, treffen heißt, ich fahre 30 Minuten nach Santa Monica oder was auch immer, also ist schon mal komplett raus. Zoom wäre wahrscheinlich besser, null, zero friction, zero logistics. Aber was sind denn deine 3 Fragen? Dann kann ich das irgendwie in meiner kleinen Pause zwischen 6.19 Uhr und 6.30 Uhr kann ich dir dazu konkrete Antworten schicken und links ist auch irgendwie ein bisschen, kommt auch ein bisschen mehr Leistung, Vorleistung von der anderen Seite, aber um wirklich zu sagen, okay, das sind jetzt wirklich 3 konkrete Fragen, die ich habe. Und wenn das zum Beispiel auch Fragen sind, wo ich denke, dass es da Public Content zu gibt, also dann verweise ich auch einfach knallhart auf, also viele, viele Fragen, die mich erreichen, sind Fragen, die kann man sich selber beantworten. Ja, also es, wo ich gerne helfe, sind Sachen, wo ich wirklich vielleicht ein unfair knowledge advantage habe oder wo ich irgendwie eine persönliche Meinung zu habe, aber jetzt irgendwie, wenn mich jemand fragt, was sind denn die besten Business Schools? Also ich meine, da ehrlich gesagt, da vergeht mir schon die Lust, überhaupt die Zeit mit zu verbringen. Ist einfach faul und frech. Das heißt, wenn jemand von euch sich traut, Moritz auf LinkedIn eine Nachricht zu schreiben, dann bitte nichts fragen. Was wirklich sehr offensichtlich ist. Gerne fragen. Also das meiste, die insbesondere von die Zuhörerschaft hier ist natürlich elitär, clever und thoughtful. Also da will ich jetzt auch nicht den falschen Eindruck erwecken, ganz im Gegenteil. Also wenn jemand eine Frage hat, kann er mir die gerne schicken. Ich habe ja auch einfach den David ganz forsch über LinkedIn angeschrieben und gefragt, ob er nicht Lust hat, mal was zu machen. Aber hauptsächlich wollte ich natürlich. Du hast mich gefragt, ob für dich IB noch möglich ist. Das war deine erste Frage. Ja. Die habe ich dir aber auch beantwortet. Ne? Obwohl das auch wieder so eine Frage ist, Moritz, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hättest du ja eigentlich auch selber beantworten können. Ne? Ja, ist fair. Das ist also okay. Ein guter Konter. Nächste Frage. Wenn du unkonzentriert bist, wir sind noch 2 Fragen, sind wir durch. Wenn du unkonzentriert bist, wie kommst du back on track? Das interessiert mich nämlich wirklich bei dir. Führst du Selbstgespräche? Hast du irgendwie eine gewisse Routine? Ziehst du dir ein Espresso? Machst du 10 Liegestütze? Oder sagst du einfach, fuck it, ich arbeite halt einfach nicht, weil du jetzt in einer Situation bist, wo du dann nicht arbeiten musst, wenn du nicht konzentriert bist? Mhm. Also das Thema Selbstgespräche ist ganz interessant. Eine Sache, die ich für mich entdeckt habe, ich habe eigentlich extrem wenig inneren Dialog. Das war ein längeres Gespräch mit meiner Frau. Wir haben ein Buch zusammen gelesen, haben das dann so ein bisschen zusammen diskutiert. Also ich habe eigentlich eine tatsächliche innere Stimme oder dass ich irgendwie durch bestimmte Gedankensmuster oder Vorteile und Nachteile irgendwie intern mit mir durchgehe. Also es scheint bei mir extrem
weniger ausgeprägt zu sein als bei anderen. Auch wenn ich über Sachen nachdenke, sind das bei mir eher visuelle Manifestationen, als dass es jetzt irgendwie sprachlich intern ausdrückt. Also diese Selbstgespräche oder inneren Dialog habe ich im Grunde eigentlich gar keinen. Ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, über nichts nachzudenken. Und wenn ich auf die längeren Läufe gehe, Marathons, also ich habe sicherlich auch während des Marathons des Sables, glaube ich, so ein 8-Stunden-Stück gehabt, wo ich überhaupt über gar nichts nachgedacht habe. 8 Stunden lang. Scheint schon ein bisschen ein Blessing zu sein. Unmotiviert bin ich eigentlich ehrlich gesagt fast nie, weil mir macht meine Arbeit wirklich Spaß und also unmotiviert, unkonzentriert würde ich sagen, findet ehrlich gesagt nicht groß statt. Trinke definitiv mehr Kaffee, als ich sollte. Mittlerweile nur noch 2 Tassen pro Tag, waren auch mal irgendwie 5 oder 6. Das ist auf jeden Fall eine Angewohnheit, die ich ein bisschen runtergeschraubt habe. Ja. Also ich habe auch nicht immer Bock, voll durchzupowern. Ja, also wir schauen auch noch genug Netflix oder gehen mit dem Hund spazieren oder wie gesagt, dreimal die Woche ins Gym, am Wochenende laufen, abends treffen mit Freunden. So. Das geht auch alles noch. Also wenn das Leben tatsächlich so aussieht, dass man das alles nicht mehr machen kann, ich würde sagen, dann lieber AB in den USA als in Deutschland oder in London. Letzte Frage, Moritz. Ich meine, das hatten wir auch schon so ein bisschen teilweise angesprochen, aber das finde ich immer ein ganz schöner Abschluss, weil ich meine, ich lade hier für den Podcast oder ich mache den Podcast extra auch mit Gästen, die, ich mal, auch schon ein bisschen mehr Berufserfahrung haben. Wenn du nochmal so versuchst zu vergleichen, der Moritz mit 2021, 2022, 2023 versus der Moritz jetzt, was ist so der größte Unterschied, jetzt nicht unbedingt bezogen auf dich selbst, ich glaube, das hatten wir jetzt schon einige Male behandelt, aber auch so, wie du generell auf das Leben blickst, wie du irgendwie auf, sag ich mal, die Gesellschaft blickst, auf andere Menschen, das Leben an sich, siehst du da irgendwie einen Unterschied, hat irgendwie dieser Karriereweg, dieser Erfolg, den du jetzt erzielt hast über die letzten 10, 15 Jahre, da auch was stark geändert irgendwie, wie du da auf das Leben guckst? Also ich glaube, der Moritz in den frühen 20ern gegenüber jetzt hatte, ich glaube, was sich am meisten geändert hat, ist gar nicht mehr unbedingt die interne Wahrnehmung, weil es eigentlich immer das gleiche Schema, systematisch versuchen, einen guten Job zu machen. Die Zielsetzungen waren vielleicht andere. Ich war vielleicht nicht irgendwie ermutigt, jetzt irgendwie ganz groß zu denken. Da hat Stanford sicherlich was Gutes dazu beigetragen. Aber ich glaube, so intern diese Verhaltensmuster oder intern diese Systeme, das hat sich gar nicht groß geändert. Ich glaube, man entwickelt sich ehrlich gesagt charakterlich auch gar nicht mehr so groß weiter ab einem bestimmten Alter. Wie und in welchen Umgebungen man das einsetzt, ändert sich sicherlich schon. Und da können natürlich entsprechende Vorbilder und entsprechende Netzwerke massiv helfen. Aber ich glaube, was sich bei mir am meisten verändert hat, ist irgendwie so die Sichtweise auf alles andere. Der Moritz in den frühen 20ern hat, glaube ich, auf große Institutionen und große Namen und große Persönlichkeiten geblickt mit Ehrfurcht und mit Unerreichbarkeit und Walking on Water und also irgendwie unerreichbare, elitäre Selektion. Und mittlerweile, also natürlich viele Leute, von denen, die extrem erfolgreich sind, haben schon absolut legendäre Charaktereigenschaften oder auch einfach Fähigkeiten und was auch Intelligenz angeht. Aber letztendlich, das sind alles Leute, die haben für ein ganz normales Leben zum Schluss, die stehen 99% der Zeit nicht im Rampenlicht und haben genauso ihre Makel. Und also ich glaube, da habe ich einfach komplett den Respekt verloren. Also ich bin auch ein Riesenfreund von Cold Outreach. Also ich bin eigentlich schon, egal wen ich jetzt eigentlich anschreibe, wenn ich nicht zurückhöre, bin ich eigentlich schon fast beleidigt. Also es ist eigentlich so, es gibt eigentlich keine falsche Ehrfurcht oder keinen falschen Stolz. Man soll natürlich immer einen guten Grund haben, jemanden zu kontaktieren, aber also
Ich glaube, wenn man genug Zeit verbracht hat in entsprechenden Umgebungen, dann erkennt man eigentlich, dass das alles nur ganz normale Leute sind. Und ich glaube, das ist, wie ich auf mein Umfeld blicke und wie ich eigentlich so auf alles andere blicke, das hat sich, glaube ich, noch eher verändert als die internen Mechanismen. Moritz, es war mir eine extrem große Ehre und eine extrem große Freude, jetzt 2,5 Stunden mich mit dir hier unterhalten zu können. Du bist eine, das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, du bist sowohl von der Persönlichkeit als auch von deinem Werdegang eine extrem große Inspiration, sowohl für mich persönlich als auch hier, denke ich mal, für diese Community, weil das hatte ich vorhin auch schon gesagt, du bist genau diesen Weg gegangen, den sehr, sehr viele Leute gehen wollen. Du bist für mich auch für mich selbst eine absolute Bestätigung, dass das, was ich hier versuche, irgendwie in Deutschland zumindest gerade aktuell mit unserem Team hier aufzubauen, was ist, was sich lohnt, weil ich sehe, wenn ich allein 20 Leuten sowas ermöglichen kann, wie du es jetzt heute hinbekommen hast, wenn es einen Schubser geben kann, sowas zu erreichen, dann hat sich dieser ganze Aufwand auf jeden Fall für mich komplett gelohnt. Und ich hoffe, es werden ein paar mehr als nur 20 Leute werden, die in 10, 15 Jahren so auf ihr Leben zurückblicken können. Von dem her danke ich dir herzlich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Bist eine Rieseninspiration für, ich bin mir sicher, das werden zehntausende junge Leute sein, die das Ganze hier mitbekommen werden. Und ich wünsche dir extrem viel Erfolg bei allem Weiteren, was du anfassen wirst. Sehr viel Gesundheit dir und deiner Frau und eurem hoffentlich bald erscheinenden Nachwuchs. Und ich würde mich extrem freuen, wenn wir vielleicht irgendwann eines Tages mal wieder eine Podcast-Folge machen können. Und ich freue mich natürlich, wenn die Community das Ganze hier mit positivem Feedback honoriert. Vielen, vielen Dank.